Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Michael Buback. Herr Buback, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Geht's Ihnen gut? Naja, wenn ich über die Dinge rede, über die Sie mich jetzt wahrscheinlich befragen werden, geht's mir mittelmäßig gut, aber ich denke, sie sind wichtig, deshalb bin ich bereit, darüber zu reden, obwohl die Tendenz, darüber zu sprechen, bei mir stark im Abnehmen ist, weil ich den Eindruck habe, es ist zwecklos. Mhm. Anlass dieses Gesprächs ist natürlich auch dieses Buch, was ja schon ein bisschen älter ist, Der zweite Tod meines Vaters. Ihr Vater ist ermordet worden durch die RAF. Da müssen wir insofern etwas weiter ausholen, weil viele unserer Zuseher, RAF, da würden die auf Wikipedia gehen und gucken, was das ist. Für die ist der heiße Herbst 77, die RAF, das ist für die so weit weg wie für mich, zum Beispiel Pearl Harbor. Deswegen werden wir ein bisschen weiter ausholen. Es geht um das Datum 7. April 77 in Karlsruhe. Ihr Vater wurde dort durch die Rote Armee-Fraktion, durch Mitglieder der Roten Armee-Fraktion ermordet. Können Sie kurz beschreiben, warum wurde Ihr Vater ermordet? Was hat er beruflich gemacht, dass er für die RAF interessant war? Also mein Vater wurde 1974 Generalbundesanwalt. Das war schon eine sehr schwierige Zeit, nicht? Das war ja schon die Blüte der RAF, also der ersten Generation der RAF. Und es war damals auch keine große Neigung für viele, auch bedeutende Juristen, Generalbundesanwalt zu werden, weil natürlich dieses Amt damals auch sehr gefährlich war. Mhm. Und aber mein Vater, der galt ja so ein bisschen als der Tatkräftige und derjenige, der viele Fälle, hat ja auch viele spektakuläre Fälle übernommen in der Bundesanwaltschaft. Und dann hat man ihm dieses Amt anvertraut. Und ich denke aber auch sehr stolz darauf, dass er Generalbundesanwalt wurde. Und er wollte dieses Amt vorbildlich führen. Mhm. Und es ging dann natürlich um all diese Probleme, also was ich noch selbst miterlebt habe, das war dieser Hungerstreik, also bei dem Holger Mainz. Ja. Nicht, wenn die Ärzte verzweifelt anriefen, der ist ja fast nicht mehr zu retten, er nimmt einfach die Nahrung nicht an. Nicht? Und mein Vater sollte dann irgendwie helfen oder einwirken. Er hat dann die Ärzte natürlich bestärkt, alles zu tun, damit der Holger Mainz lebt. Denn ich meine, dass er schlau genug war zu wissen, dass in dem Augenblick, in dem der Holger Mainz stirbt, denn er war ja dann so abgemagert, er konnte ja wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst seine Handlung kontrollieren oder das planmäßig tun. Mhm. In dem Augenblick, in dem Holger Mainz stirbt, war das Leben meines Vaters auch nur noch halb so viel wert, nicht? Weil ja, es wurden ja so die Ressentiments gegen ihn geschürt, dass er für die Isolationsfolter sei. Mhm. Und die Vernichtungshaft. Vernichtungshaft, nicht? Das waren diese Begriffe, obwohl das völliger Quatsch ist, nicht? Mhm. Also mein Vater hat sich sehr genau an die Regeln gehalten und er war ein eher gutmütiger Mensch und er war natürlich niemand, der Mord verharmlost hat. Nicht? Er hat natürlich die Dinge auch beim Namen genannt und er ist gegen Mord vorgegangen oder gegen schwere Verbrechen nicht, aber er hat nichts Unrechtes getan. Also das denke ich, das weiß ich. Er hat sich vielmehr eben doch sehr darum bemüht, dass das anständige und ordentliche Verfahren sind. Aber dadurch ist er natürlich immer auch in der Öffentlichkeit immer wieder in Erscheinung gebracht worden, als derjenige, der gegen die RAF-Inhaftierten ist, er weiter. Als wenn er persönlich gegen sie wäre. Als wenn er persönlich wäre, nicht? Das ist ja auch eigentlich gar nicht richtig, nicht? Denn das ist ja nicht der Generalbundesanwalt, der das zu befinden hat. Das sind ja dann auch die Ärzte oder sind die Gerichte dafür zuständig. Dann war der große Prozess in Stammheim, nicht? Gegen die erste Generation der Bader-Meinhof-Angeklagten oder dort Inhaftierten. Dort war er auch Zeuge. Und das waren natürlich sehr, sehr schwierige Situationen. Nicht? Also aber Ihr Vater, das muss man ja ganz klar sagen, war ja praktisch wirklich die Hassfigur der RAF und all der Sympathisanten hinter der RAF. Man kann sich dieses politische Klima in Deutschland heute nicht mehr so vorstellen. Wir haben es ja heute mit einer Generation zu tun, die ist weitgehend unpolitisch an den Universitäten, wenn man sich anschaut, was los war unter Rudi Dutschke und was heute los ist. Heute sind alle dabei, ihren Bachelor irgendwie durchzubekommen, um sich in die Karriere zu retten. Was hat Ihren Vater denn vielleicht geradezu prädestiniert, um so eine Hassfigur zu sein? War es dieses Korrekte? Er war ja spezialisiert auch auf Spionage und Verrat. War es das, dass er für einen Staat stand, den die Menschen gehasst haben, weil der Spruch vielleicht noch unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren, hat das damit zu tun, dass Ihr Vater für diese Generation, nicht nur die RAF, sondern diese Generation, ja, Altnazis, die sollen alle weg, den muss man umbringen? Also was mir aufgefallen ist, dass viele Leute über meinen Vater reden, die nie
gekannt haben, die auch nie ein Wort mit ihm gesprochen haben. Nicht? Das, es wird ja oft die Funktion als, auch als Persönlichkeitsmerkmal genommen. Nicht? In dem Augenblick, in dem er Generalbundesanwalt ist, muss er praktisch dafür haften, dass irgendetwas Menschen gegenüber Unrecht geschehen ist oder als Unrecht empfunden worden ist. Was ich noch in Erinnerung habe, mein Vater hat ja auch versucht, die Haltung der Bundesanwaltschaft öffentlich zu machen. Er ist auch zu Veranstaltungen gegangen. Er kam einmal aus Frankfurt zurück und sagte zu mir, stell dir mal vor, da war ein kleines Kind, vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Die hat während der ganzen Diskussion hat sie immer nur auf mich gezeigt und Mörder gerufen. Das war für ihn schrecklich. Mhm. Und er konnte sich das auch gar nicht erklären, nicht? Weil er hat ja nichts getan, wo man wirklich sagen würde, er hat diesen Terroristen Unrecht getan. Er ist in den Prozess gegangen, er hat dort ausgesagt. Und also ich denke, das ist eine gemachte Stimmung gegen ihn auch, nicht? Das hat sich dort irgendwie lokalisiert. Und er hat sich natürlich nicht versteckt. Nicht? Und in dem Augenblick, in dem man dann auch in die Öffentlichkeit tritt und dann zu seinen Handlungen, die durch das Gesetz ja vorgeschrieben sind, zu denen steht, macht man sich angreifbar, nicht? Also den Preis muss er wohl bezahlen. Er hat vermutlich gedacht, dass wenn ich meine Sache ordentlich mache, dann wird das auch gut ausgehen. Mhm. Nicht? Vielleicht hat er diesen Glauben an das Gute gehabt. Hat Ihr Vater an den Rechtsstaat geglaubt? Also er hat bestimmt daran geglaubt, als er Generalbundesanwalt wurde. Und er wollte, er hat sich auch die Kraft zugetraut, in seinem Zuständigkeitsbereich für das Richtige einzutreten. Nicht? Er hat zum Beispiel auch Aussagegenehmigungen für seinen Beamten da in Stammheim erteilt. Nicht? Also auch kritische Dinge. Wenn ich sie heute lese, habe ich ihm gesagt, um Gottes Willen, wie kann er das überhaupt tun? Nicht? Also dass er jemandem so eine Aussagegenehmigung zubilligt. Und ich denke, dass er vielleicht seine Möglichkeiten da überschätzt hat. Glauben Sie an den Rechtsstaat noch? Also ich glaube an den Rechtsstaat, zumindest in den 99% der Fälle, wo es um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Verkehrsübertretungen, alles geht. Da haben wir einen perfekten Rechtsstaat. Das Problem deutet sich an in diesem kleinen Bruchteil, das ist wahrscheinlich nicht einmal ein Promille, der Bruchteil, in dem der Staat selbst involviert ist. Nicht? Also wo es dort geht um Handlungen staatlicher Organe, von Geheimdiensten. Und dort sehe ich Probleme, die sich zum Beispiel auch darin äußern, dass trotz einer doch recht klaren Situation, oder Tatsituation und Tätersituation, der Mord an meinem Vater und seinen beiden Begleitern nicht aufgeklärt ist. Was ja übrigens für fast alle RAF-Morde gilt. Nicht? Wenn man bis auf das Ponto. Bis auf Ponto. Nicht der Ponto, die Ermordung von Jürgen Ponto ist aufgeklärt worden. Da hat die Ehefrau offensichtlich unbemerkt von den Tätern von einem Nebenraum durch einen Spalt die Tat beobachtet. Die Täter hatten ja dann keine Helme oder irgendetwas auf. Das war ja dann völlig klar. Nicht? Da gab es ja überhaupt gar kein Entrinnen. Nicht? Das ist eigentlich der Fall, der als einziger wirklich aufgeklärt ist. Nicht, nicht einmal bei Hans-Martin Schleyer weiß man, wer Hans-Martin Schleyer erschossen hat. Ich erinnere mich daran, als das 1977 passierte, war ich ja, gehe ich zur Schule und ich erinnere mich an einen Spruch, den ich in Baden-Württemberg an einer Autobahnbrücke las. Da stand Buback Ponto Meyer, der nächste wird ein Bayer. Gemeint war Strauß, das wusste ich natürlich nicht, aber das hat sich bei mir eingebrannt. Weil Sie gesagt haben, Ihr Vater hat versucht, eben transparent zu sein, auch kritische Leute im eigenen Haus zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte nochmal auf die Stimmung kommen, die in dieser Zeit, in den 70er Jahren in Deutschland herrschte. Als ich Ihr Buch gelesen habe, erneut gelesen habe, vieles hat man ja auch erfolgreich verdrängt. Das Buch ist ja von 2007 mit einem Update von 2008. Da traf ich dann nochmal auf das Gedicht von Erich Fried, den ich ja sehr schätze, den schätzen Sie auch sehr, der ja auch über Ihren Vater ein Gedicht geschrieben hat. Und in diesem Gedicht wird Ihr Vater ja als Stück Fleisch bezeichnet. Es gibt den Mescalero-Brief. Können Sie mal sagen, was ist Ihrem Vater damals entgegengeschlagen? Wie haben Leute sogar da über diesen Beruf oder über diesen Mann geschrieben, von dem man das nie denken würde? Naja, das Gedicht von Erich Fried war für mich oder auch für meine ganze Familie natürlich ein Schock, nicht mit diesem Stück Fleisch, das da liegt. Und
Es waren ja auch andere Dinge, nicht? Dann war dieses Rosa-Luxemburg-Gedicht, wie dieser Moskauer Polizeihund da auf der, also ein Polizeiführer, wie der dort verendet auf der Straße. Und viele haben sich mit dem solidarisiert. Ich kann das schwer einordnen. Also ich weiß ja auch nicht, wie solche Meinungen entstehen. Mhm. Ich bin mir, oder ich vermute mal, dass das nicht persönliche Erkenntnisse sind, also dass jemand, dass er arbeitet hat. Das wird einfach verbreitet. Und interessant ist ja nur, dass eine Atmosphäre herrschte, in der man bereit war, so etwas ohne Beleg zu glauben, nicht? Mhm. Und ich meine, mit Erich Fried, mein Schwager, der kannte ihn, der hat auch da noch mit ihm gesprochen. Und das hat ihm auch leid getan. Und dann gab es diesen Mescalero-Nachruf. Ja. Nachdem ich auch einen kurzen Bericht über dieses Erich Fried-Gedicht geschrieben habe, da hatte ich so sinngemäß gesagt, dass Erich Fried mit offenem Visier, der sagt das wirklich, nicht auch wenn ich das verabscheue, was er sagt oder völlig ablehne. Ja. Immerhin, man weiß, es ist Erich Fried gewesen, der selbst natürlich ein schweres Schicksal oder eine besondere Situation hatte, die er da vielleicht mit hineingespiegelt hat in dieses Geschehen und dann seine Bedenken gegen Deutschland oder den deutschen Staat, den hat er dann personalisiert in einem Generalbundesanwalt, nicht? Also das war eine etwas eigenwillige Übertragung. Ich habe dort aber gesagt, im Unterschied zu Mescalero, der hält sich immer noch verdeckt, nicht? Der diese klammheimliche Freude geäußert hat. Ja. Und das hat immerhin dazu geführt, dass sich der Mescalero dann an mich gewandt hat, nicht? Der hat mir geschrieben und er hat mir dann auch gesagt, dass ihm die persönlich auf meinen Vater bezogenen Passagen leid tun. Also der hat praktisch gesagt, dass er das nicht so persönlich gemeint hat, nicht? Mhm. Also das war gut. Es war immerhin, ich habe ihm dann auch geschrieben, es ist jetzt in Ordnung, nicht? Ja. Also das ist dann für uns kein Punkt mehr und ich finde es dann immerhin, nachdem so etwas geschehen ist, noch in Ordnung, wenn man die Kraft findet und den Mut findet, sowas einzuräumen und einzugestehen. Und damit ist das auch wirklich für mich erledigt. Herr Buback, Sie haben ja 30 Jahre lang das, was die Justiz an Ermittlungsergebnissen gefördert hat und veröffentlicht hat, haben Sie geglaubt. Es fing dann an, dass Sie stutzig wurden, als ein ehemaliger Terrorist bei Ihnen anrief, Bog, und Ihnen gesagt hat, das, was offiziell verbreitet wird, das kann es nicht gewesen sein. Da fingen Sie an, sagen, wie jetzt? Und haben dann eben angefangen, eigenständig zu recherchieren. Ich habe ja auch im Vorgespräch zu Ihnen gesagt, im Grunde sind Sie heute, glaube ich, mehr Generalbundesanwalt privat, als Sie Naturwissenschaftler sind. Aber Sie ermitteln wie ein Naturwissenschaftler, denn Sie sind Naturwissenschaftler. Da kommen wir gleich drauf. Aber können Sie vielleicht mal sagen, was machen Sie beruflich? Ich hatte eine Professur für technische und makromolekulare Chemie. Also ich bin physikalischer Chemiker. Und habe an der Universität Göttingen gearbeitet, betreue dort jetzt noch Doktoranden. Ja. Die werden jetzt allerdings fertig. Ich bin ja inzwischen 71, also ich werde noch bis zum Ende dieses Jahres dort tätig sein. Ja. Bin dort auch in der Akademie der Wissenschaften und bin in meinem Beruf sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden. Ich habe das Glück, immer mit jungen Menschen, mit tüchtigen jungen Leuten zusammenarbeiten zu können. Wir machen viel im Bereich der Forschung von Kunststoffherstellung, um es mal ganz, ganz plakativ zu sagen. Ja. Also wie man aus wenigen Ausgangsmaterialien, sogenannten Monomeren, ganz bestimmte Kunststoffe mit bestimmten Eigenschaften herstellen kann. Mhm. Wenn Sie auf der Suche nach Lösungen und Antworten sind, dann geben Sie sich ja nicht mit irgendwelchen Wischiwaschi-Aussagen zurecht, sondern es muss wissenschaftlich fundiert sein und auf der ganzen Welt wiederholbar. Es muss wissenschaftlich einfach sein. Eins und eins muss überall zwei sein bei Ihnen. Das muss es. Also Sie wollen ja sicher auf die Ähnlichkeiten dann hinaus. Also ich bin es gewohnt, komplexe Sachverhalte zu, das ist mein tägliches Brot, nicht? Komplexe Sachverhalte im Bereich der Naturwissenschaften. Die einfacheren Dinge, die sind entweder schon gelöst oder die machen meine Mitarbeiter mit links. Ja. Wenn ich ins Spiel komme, dann ist meistens, wenn wir gemeinsam versuchen, einen schwierigen Sachverhalt zu lösen. Und deshalb ist das, was jetzt hier mir plötzlich entgegentrat, also dieses Problem, die Klärung eines dreifachen Mordes. Ja. Das kam an sich meinen Fähigkeiten sehr entgegen. Mhm. Das ist ja eine kriminalistische Aufgabe und für mich ist die Tätigkeit eines guten Kriminalisten sehr ähnlich der eines Naturwissenschaftlers. Komplexe Sachverhalte korrekt, ohne persönliche, ohne Emotionen aufzuklären, alles für und wieder zusammenzutragen und dann abzuwägen und eine Lösung zu finden, die widerspruchsfrei ist. Nicht? Mhm. Also es darf dann nicht
Gegenargumente geben, die man nicht ausräumen kann. Dann ist das Problem nicht gelöst. Mhm. Und insofern, ich habe genau jetzt diesen Fall so bearbeitet, wie ich ein Problem lösen würde, wenn zum Beispiel eine Polymerisation nicht funktioniert, obwohl sie funktionieren müsste. Mhm. Nicht? Und dass man dann die Gründe findet, warum das so ist. Nicht? Mhm. Dass in eine Richtung läuft, in eine Reaktion, wie sie nicht laufen sollte. Mhm. Können Sie mal den 7. April 1977 beschreiben? Ihr Vater wird in Karlsruhe erschossen. Sie sind ja nicht in Deutschland, Sie fahren ja, glaube ich, Ski in Zermatt, erfahren davon. Und dann gibt es relativ schnell auch eine Meldung, wer es wohl gewesen sein sollte. Eine Fahndung wird ausgesprochen. Können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie war der 7. April für Sie 1977? Also wir waren in Zermatt zum Skifahren. An dem Tag ist meine Frau nicht mitgefahren. Also sie hat es viel früher erfahren als ich. Ich habe es dann von ihr gehört. Mhm. Wir sind am Abend zurückgefahren, kamen dann natürlich zu meiner Mutter. Da war meine Großmutter noch da. Und das ist wahrscheinlich wie immer, wenn jemand stirbt. Das war eine schreckliche Sache. Aber wir haben uns natürlich, was ich mir jetzt auch zum Vorwurf mache, wir haben uns natürlich nicht mit der Tat auseinandergesetzt. Nicht gut, da, wir wussten, wo das Attentat erfolgt ist, die Kreuzung, da bin ich praktisch jeden Tag darüber gefahren und mein Vater musste dort mehr oder weniger auch dort vorbeifahren. Ja. Da gab es nicht sehr viele Alternativen. Aber wir haben uns natürlich nur um die persönlichen Konsequenzen, nicht? Das sind ja so viele Dinge, nur darum haben wir uns gekümmert. Das war ja auch für uns das Beruhigende, dass wir uns sagten, die Spitzen der Ermittler, die Crème de la Crème. Die Crème de la Crème. Ja. Die wird jetzt doch dieses schwere Verbrechen aufklären, weil mein Vater ja einer der ihren war. Klar. Nicht, er war ja ein Teil dieses Ermittlerapparats. Er war der höchste Staatsanwalt, der Generalbundesanwalt. Und da werden doch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und wenn das überhaupt aufklärbar ist, wird das doch definitiv aufgeklärt. Mhm. Das haben Sie geglaubt damals? Das habe ich geglaubt. Und wir haben auch gleich in der Familie uns gesagt, da ist nicht mein Vater als Mensch, also er ist nicht so in dem Sinne Siegfried Buback, denn wer ihn gekannt hätte ihn nicht umgebracht, nicht, weil er war eigentlich ein gutmütiger Mensch, der ein korrekter Beamter war. Mhm. Man hat umgebracht den Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, dann soll sich die Bundesrepublik Deutschland darum kümmern, dass die Täter gefasst werden. Mhm. Das heißt, es war für Sie auch ein gewisser Schutzmechanismus? Wir haben gesagt, also eigentlich uns als Familie wollte man damit nicht treffen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil man auch meinen Vater nicht als Menschen. Man hat ihn in seiner Funktion getötet und diese Funktion spielte natürlich für uns. Für uns war er für meine Mutter der Ehemann, für mich war er der Vater oder für meine Frau der Schwiegervater. In dieser Funktion ist er nicht getötet worden. Nicht? Mhm. Also das war für uns ausgeschlossen. Und deshalb sahen wir das in den besten Händen. Und so galt das für uns auch 30 Jahre, nicht? Bis dann dieser Anruf kam. Es war übrigens, der Ausgangspunkt war, dass ich gefragt worden bin von der Süddeutschen Zeitung, ob ich dort eine kurze Stellungnahme, Außenansichten. Es ging um die Begnadigung von Christian Klar. Ja, durch den Bundespräsidenten. Ja, und dann haben wir natürlich überlegt, ob ich da überhaupt irgendetwas schreiben sollte. Und dann kam mir aber doch die Idee, dass eigentlich die drei Täter, die uns genannt worden sind, denen konnte allen nichts mehr passieren. Die waren verurteilt oder die Verfahren waren final eingestellt. Und dass es doch für die Angehörigen, aber auch für die Öffentlichkeit eben wichtig ist, bei so einer doch bedeutsamen, bei so bedeutsamen Verfahren, nun zu wissen, wer war der Täter oder wer saß auf dem Motorrad, wer hat geschossen. Was Sie im Grunde ganz einfach umtreibt. Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, kriminalistisch aus der Sicht eines Tatortkommissars ist die Sache relativ simpel eigentlich. Sie möchten einfach nur wissen, okay, Sie wissen, es waren Mitglieder der RAF, die in Karlsruhe ihren Vater umgebracht haben, wurden ja noch zwei andere Personen, kommen wir gleich drauf, mit erschossen, die ihren Vater begleitet haben. Aber wer hat konkret was getan? Ist ein Motorrad verwickelt, es gab einen Fluchtwagen, wer saß im Fluchtwagen? Welche beiden Personen saßen auf dem Motorrad, wer hat das Ding gefahren und wer hat geschossen? Mehr wollen Sie nicht wissen. Mehr wollten wir. Und das konnten die ohne Gefahr für sich sagen, weil sie hatten ihre lebenslängliche Strafe ja schon. Nicht? Ja. Also der Klar
Im Gegenteil, es war für mich sogar ein Argument, er konnte damit zeigen, dass er wieder in der Gesellschaft angekommen ist, denn er hilft den Ermittlern, er hilft den Familien, den Angehörigen und zeigt damit, dass er in jedem Falle gnadenwürdig ist. Nicht? Und dann ist das ein Abschluss, vielleicht sogar auch für ihn. Also aber das schrieben Sie in der Süddeutschen Zeitung? Das habe ich in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Also Sie waren damals, Sie haben nicht gesagt, Christian Klar, auf gar keinen Fall, der soll noch länger sitzen als möglich. Also der Nein, soll das habe ich Sie überhaupt. Sie wollten genau das Gegenteil. Ich wollte an sich... Ich bin auch davon ausgegangen, dass er wohl begnadigt würde. Ich dachte nur, es wäre doch fair, wenn er, es ging dann, glaube ich, um 2 Jahre, die ihm erlassen würden, wenn er dazu auch einen Beitrag macht. Ja. Nicht? Dann zeigt er, ich verdiene die Gnade. Ja. Also Ross und Reiter nennen. Ja, und ich würde es verstehen, wenn er jemanden reinreißt, der jetzt. Ja. Aber das wäre ja gar nicht der Fall gewesen. Er hätte dann nur gesagt, der und der hat geschossen. Ich merke jetzt im Nachhinein, ich war ja damals in dem Glauben, dass die 3 Leute, die uns genannt worden sind, dass das auch wirklich die Täter waren. Bis wann haben Sie das geglaubt? Ja, bis ich das dann von Bog hörte. Können Sie uns das Jahr genau nennen, bis wann Sie das geglaubt haben? Ja, das war Anfang 2007. Bis dahin sind Sie davon ausgegangen, die offizielle Version ist so richtig? Die offizielle, und ich wollte jetzt nur wissen, Sie können ja nicht die Aggression gegen 3 Leute immer aufrechterhalten. Nicht? Von den 3 Leuten hatte einer geschossen. Nicht? Und das war nochmal etwas anderes. Nicht? Und nur, dass es irgendwie im Kopf geordnet ist. Ja. Und dann dachte ich, gut, das ist für die doch unerheblich, wenn die alle schon, die haben keine Bestrafung mehr, kein Verfahren mehr zu erwarten, dass man nur sagt, der hat das gemacht. Ich möchte hier mal kurz nachhaken. Ihr Vater ist erschossen worden, Sie sind ja quasi Sekundäropfer, heißt es ja, glaube ich. Secondary Victim. Genau. Warum ist es für jemanden, der so betroffen ist wie Sie, warum ist für ihn das so wichtig zu wissen, wer es war? Können Sie, das kann man vielleicht nicht verstehen, wenn man das nicht betroffen ist. Warum ist das so wichtig? Warum sagen sich einfach, die RAF gibt es ja nicht mehr, hat sich aufgelöst, die sitzen alle im Knast, haben ihre Zeit abgesessen, ist doch egal. Warum ist das nicht egal für jemanden? Naja, vielleicht bin ich da etwas der Sohn eines Generalbundesanwalts, der es gibt ja eine Aufklärungspflicht. Nicht? Eine Tat muss ja aufgeklärt werden. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass irgendjemand dafür bestraft wird, sondern die Tat muss aufgeklärt werden. Dann kann man ja vielleicht auch aus dem, wenn man weiß, wer was, welchen Tatbeitrag geleistet hat, kann man ja auch etwas daraus lernen. Warum hat jemand zum Beispiel das gemacht? Und wenn das nur so pauschal ist, nicht die RAF hat, dann, das sind ja manche Leute, die sind nur randständig beteiligt, andere sind intensiv beteiligt. Also das ist für mich nicht das richtige Vorgehen. Nicht? Ich meine schon, dass man, weil ja auch Menschen verurteilt werden, nicht? Man kann ja nicht, es könnte ja dann sein, da greift man irgendjemand von der RAF und verurteilt den nicht. Es ist jede Tat, vor allem jede so schwere Tat, verdient es oder verlangt es, dass man die wirkliche Täterschaft feststellt. Dass man explizit zuordnet. Ja, natürlich. Das ist doch klar, nicht? Das ist doch naheliegend. Nicht? Dafür macht man doch die ganzen Ermittlungen. Hat Christian Klar dann gesagt, wer es war? Nein. Also er hat gar nichts gesagt. Ich weiß natürlich auch nicht, ob er es gelesen hat. Es hat sich dann nur Peter-Jürgen Bog gemeldet, mehrfach. Mhm. Das Problem war damals, hatte ich eine Gastprofessur in Neuseeland, er hat mich nicht erreicht und war dann auch etwas ungehalten, weil er sagte, der Herr Buback hat ja erklärt, er will etwas wissen, jetzt nimmt er den Telefonhörer nicht ab. Ja. Er konnte ja nicht ahnen, dass ich da 3 Monate weg war. Können Sie Herrn Bog kurz mal für alle, die ihn nicht kennen, sagen, wer war Herr Bog? Bog war einer der Terroristen, der auch natürlich eine wichtige Figur im Bereich der RAF. Er war so praktisch derjenige, der dann auch die Waffen bearbeitet hat, instand gesetzt hat, der auch besondere Waffenformen entwickelt hat und der auch beteiligt war. Nicht? Also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, war er beteiligt auch an dem Attentat an Jürgen Ponto. Ja. Nicht unmittelbar, aber er hat wohl in einem Wagen draußen gewartet, in dem Jürgen Ponto entführt werden sollte. Mhm. Und er war auch bei Hans-Martin Schleyer war er auch beteiligt, möglicherweise auch an weiteren Dingen. Er ist ja auch zu mehrfach lebenslänglich verurteilt worden. Muss ich zu ihm sagen, ist auch eine sehr tragische Figur, Heimkind, durch Bader aus diesem Heim herausgeholt worden. Also da hat er durch die RAF zum ersten Mal sowas wie Zuwendung erfahren. Ja. Also ich habe ja alle diese Dinge, die ich jetzt weiß, gehen ja zurück auf diesen Hinweis, also der Bog hat das den Startschuss praktisch. Der ruft bei Ihnen an. Ja, der ruft bei mir an und ich habe am Anfang natürlich ihm das, war ich sehr skeptisch. Also ich konnte nicht zu ihm sagen, das stimmt nicht, was Sie sagen. Ich habe dann, wir hatten ja dieses kleine Archiv, was meine Frau aufgebaut hatte mit Zeitungsausschnitten. Also die Kernaussage von ihm war ja, der
Klar und Volkerts waren nicht am Tatort. Und das war natürlich massiv, weil das die beiden einzigen Männer waren, die wegen des Mordes verurteilt worden waren. Das waren die, die offiziell auf dem Motorrad saßen. Der Klar saß im Wagen und Volkerts... Das Einzige, was wir von der Bundesanwaltschaft erfahren haben, wir haben mal damals, meine Mutter hat bekommen, die Anklage gegen Volkerts. Mhm. Und dort wird Volkerts als Schütze auf dem Motorrad, also Volkerts wäre der Mörder gewesen. Mhm. Das ist dann, aber das wurde uns nicht mehr gesagt von der Bundesanwaltschaft, das ist im Verfahren dann nicht, sagen wir mal, durchgekommen. Ja. Also im Verfahren wurde Volkerts nur als einer von drei Männern bezeichnet, nicht der irgendwie beteiligt. Also die Tatbeiträge wurden offen gelassen. Und mehr haben wir nicht erfahren. Also für uns, wenn wir das ganz streng nur geglaubt hätten, wenn wir uns damit befasst hätten, wäre Volkerts der Mörder gewesen, der Schütze auch gewesen. Mhm. Ich bin froh, dass wir das niemals irgendwie verwendet haben. Ich müsste mich ja jetzt praktisch entschuldigen, nicht wenn ich da gesagt hätte, dieser. Nicht, es ist natürlich auch unbegreiflich, dass Volkerts das nicht selbst gesagt hat, dass er es nicht war. Nicht? Aber Herr Buback, ich möchte hier nochmal rein, weil wie gesagt, wir müssen auch denen, die nicht so in der Materie drin sind, nochmal klar sagen, was offiziell passiert ist. Also der Bog als ehemaliger Terrorist ruft bei Ihnen an und sagt, das, was offiziell verkündet wird, so war es nicht. Das wirft Sie aus der Bahn, sagen, einen Augenblick, man kann ja nicht sein, weil Sie haben ja gesagt, Crème de la Crème ermittelt, dann müssten die das ja wissen. Und jetzt fangen Sie an zu graben und stoßen auf immer mehr Ungereimtheiten, auf die wir jetzt kommen. Können Sie mal am 7. April 77 sagen, was offiziell dann relativ schnell am nächsten Tag Tagesschau ja auch gesagt wurde, nach wem gefahndet wird? Wer soll es gewesen sein? Also es wurde dann, also das, was in der am Abend, das kann ja jeder bei YouTube nachsehen, dort sagt ein jugoslawischer Augenzeuge, das ist der Einzige, der dort noch auffindbar war, und zwar ist in dessen Reifen geschossen worden. Ja. Er konnte nicht wegfahren. Ja. Die anderen Augenzeugen, die dort noch in Autos waren, die sind ja alle verschwunden aus unerklärlichen Gründen. Aber das werden Sie ja dann vielleicht noch fragen. Das ist ja eine der ganz großen Besonderheiten. Nicht? Mhm. Wo gibt es das schon? Nicht? Man hat da eine sehr befahrene Kreuzung oder zumindest eine Verzweigung. Und dort sollen etwa 30 bis 40 Autos gestanden haben. Nicht? Da war ja mindestens ein Mensch jeweils drin. Ja. Und die haben das ja, oder viele von denen haben das ja sehr genau gesehen. Ja. Nachdem die Kreuzung freigegeben wurde nach der Tat, sind die alle durchgewinkt worden. Da hat die Person die Namen nicht registriert, die Kennzeichen nicht registriert. Also zumindest findet man das nicht in den Akten, sodass man einfach die Zeugen weggeschickt hat. Ja. Und dieser Jugoslawe konnte nicht davon fahren. Ja. Und das hätte man den auch nicht. Gut, also ich sage nur, er konnte nicht wegfahren, weil sein Reifen durchschossen war. Der ist also dort geblieben. Und der sagt, also bei YouTube kann man das nachsehen, der spricht davon, dass möglicherweise eine Frau auf dem Motorrad gesessen hat. Mhm. Und diese Meldung ist dann auch bei der Pressekonferenz des Innenministers Baden-Württemberg in Stuttgart, ist das auch gesagt worden, dass es möglicherweise eine Frau hinten auf dem Motorrad war. Mhm. Und am nächsten Tag, das war der Karfreitag dann, die Tat ist am grünen Donnerstag passiert, am Karfreitag geht dann der Abteilungsleiter oder Direktor Terrorismus beim BKA, das ist der Herr Böden, geht vor die Presse und sagt dort, es waren drei Männer. Also er tauscht praktisch die Frau, die mögliche Frau, die dort erwähnt wird, die der Jugoslawe auch erwähnt, die wird ausgetauscht. Und es sind dann drei Männer. Und das sind dann Sonnenberg, Klar und Volkerts. Mhm. Und die werden noch heute, also ich kann mir vorstellen, wenn man heute bei der Bundesanwaltschaft anrufen würde und man würde die Auskunft bekommen, würde man auch sagen, ja, das waren wohl Sonnenberg, Klar und Volkerts. Also das ist seitdem die Wahrheit dort. Mhm. Und der Journalist sagt am Tag darauf sogar noch, ja, aber gestern hieß es doch, das war eine Frau dabei. Mhm. Und daraufhin sagte Herr Böden, naja, wenn man sich diese Leute anschaut, kann man sich durchaus vorstellen, dass einer von denen auch so ausgesehen hat, wie auch eine Frau aussehen kann. Mhm. Nicht? Die hatten ja auch längere Haare. Ja. Also, die Person wurde als sehr zierlich oder Hüpferle ja auch bezeichnet. Das trifft ja auf den Kollegen nicht zu. Nein, aber das sind ja Dinge, also diese Aussagen, also auch das mit dem Hüpferle, das sind ja alles Aussagen, die haben wir jetzt erst 30 oder mehr Jahre danach erfahren. Nicht? Es sind ja die Aussagen, die auf eine Frau hindeuten, die existierten ja nicht. Mhm. Nicht, da man von drei Männern sprach, sind ja alle Aussagen, von denen wir jetzt wissen, inzwischen sind das über 20 Augenzeugen, die von einer Frau sprechen. Und es gibt keinen belastbaren Augenzeugen mehr, der sagt, dass zwei Männer
auf diesem Motorrad saßen. Mhm. Das hat nur ein Tankwart gesagt, aber in einer Tankstelle, die 4 Kilometer vom Tatort weg ist. Ja. Nicht? Und der hat, das sollte man auch erwähnen, der hat dem Polizeizeichner gegenüber, den hat eine Frau zeichnen lassen. Nicht? Also ja. Das ist auch eine ganz merkwürdige ja. Zeugenaussage. Also die Situation jetzt der vielen Zeugen, die sich dann noch gemeldet haben mhm. und die aber auch dann in den Akten wieder entdeckt wurden. Nicht? Das Problem ist ja, die Akten sind, ich glaube, es war im Jahr 1994, sind ja die sogenannten Spurenakten, über all diese Ermittlungen sind ja vollständig vernichtet worden. Beim warum? BKA. Ich weiß nicht warum. Es war ja nun klar eigentlich, dass die Tat nicht vollständig aufgeklärt war. Mhm. Nicht davon muss man ja ausgehen. Sie sind einfach vernichtet worden. Nicht? Das mhm. sind ja so viele Merkwürdigkeiten in diesem Verfahren. Ich erwähnte vorhin schon, dass man die Zeugen durchgewinkt hat. Nicht? Ja. Das kann ja ein Kriminalist oder ein Ermittler gar nicht machen, gar nicht ja. verantworten. Mhm. Nicht, dass sie einfach weggehen. Aber so ist das leider geschehen. Und ja, wir haben ja dann, das haben wir jetzt auch erst im Prozess gemerkt, die Karlsruher Polizei hat ja einen Schuhabdruck gesichert. Denn dieses Motorrad, also die Tat ist von einem Motorrad aus begangen worden. Eine Suzuki, schnellste Serienmaschine damals. Ja, das war damals die schnellste Maschine. Und da ist von rechts in diesen Dienstwagen hineingeschossen worden. Mhm. Und dann ist dieses Motorrad außerhalb von Karlsruhe in den Brückenpfeiler, in einen Autobahnbrückenpfeiler gestellt worden. Und dort wartete ein weiterer Terrorist. Mhm. Und der hat dann die Motorradbesatzung aufgenommen. Und auf dem kurzen Wegstück von dem Abstellort des Motorrads zu dem Fluchtauto, dort hat die Karlsruher Polizei eine Schuhspur gesichert. Ja. Nicht? Und hat nur diese eine. Und hat dann da an diesem Bachrand, sie musste aber einen Bach weg. Und dort, dann hat sie dieser Gipsabdruck wurde ins BKA geschickt. Und da konnte man die Nummer 40 sehen. Ja. Und da hat man gefragt, was das bedeutet. Das ist kein so großer Schuh, das kann das bedeuten. Und dann hat es, ich glaube, anderthalb Jahre oder über anderthalb Jahre gedauert, bis das BKA die Antwort gegeben hat, das sei die Schuhgröße. Mhm. Und dann auch, es sei möglicherweise ein Sportschuh der Spurverursacher. Mhm. Das ist natürlich interessant, diese Schuhgröße 40, weil die Männer, die uns genannt wurden, die sind ja alle 1,80 Meter etwa groß, ja. einer sogar größer, etwas größer. Ja. Die haben definitiv nicht 40. Die haben, das ist ganz unwahrscheinlich, also ja. dass einer von denen 40 hätte. Und dann hat es uns natürlich elektrisiert, als wir den Prozess gegen Verena Becker in Stuttgart hatten, dass dort in den Akten, da war ein Verfahren abgetrennt worden, denn die ist ja dann in Singen gemeinsam mit Sonnenberg verhaftet worden. Und dort hatte sie Sportschuhe der Größe 40 an. Herr Buback, ich muss hier reingrätschen, weil Sie so tief in der Materie sind, ja. dass wir die Zuseher auch mitnehmen müssen. Also, die Tat offiziell wurde begangen von Christian Klar, Günter Sonnenberg und Knut Volkers. Volkers und Günter Sonnenberg saßen auf dem Motorrad. Volkers war offiziell der Schütze und Christian Klar war derjenige, der im Fluchtwagen, im Alfa Romeo gesessen hat und dann sind die abgehauen. Das war die offizielle Version, die dann eben rausgegeben wurde und das war dann einfach so. Jürgen Boog ruft Sie viele Jahrzehnte später an und sagt, das ist nicht so gewesen, das waren andere. Sie haben jetzt gerade eine Frau oft beschrieben, die auch genannt wird, nämlich Verena Becker. Verena Becker wird am 3. Mai 1977 mit Sonnenberg in Singen von einer älteren Lady erkannt, Polizeizugriff und gefasst. Was haben diese beiden denn bei sich? Also die beiden haben die Karlsruher Tatwaffe bei sich. Und die beiden haben einen Schraubendreher, einen Suzuki-Schraubendreher bei sich. Mhm. Hat man jetzt nicht zufällig dabei? Hierzu muss man erwähnen, dass dies ein Suzuki-Schraubendreher als einziges Werkzeug im Bordkasten des Tatmotorrads fehlte. Nicht? Also dort gibt es ja einen Werkzeugkasten ja, dabei ja. und dort fehlt nur ein einziges Werkzeug. Und das ist genau ein solcher Schraubendreher. Nicht? Mhm. Und den haben die beiden zusammen. Einen solchen Schraubendreher konnte man nicht separat kaufen. Also man hätte direkt, wenn man einen Schraubendreher nur braucht oder Schraubenzieher nur ja. braucht, hätte man zu einem Suzuki-Händler gehen müssen, ja. sich einen Bordkasten, einen Werkzeugkasten gekauft, um daraus diesen, das ist also schon äußerst unwahrscheinlich. Also Becker und Sonnenberg werden am 3. Mai in Singen. Die werden in Singen verhaftet. Sie haben den Schraubenzieher einer Suzuki-Motorrades dabei und die haben die Tatwaffe mit der Tatwaffe dabei. Das ist ja. doch im Grunde ist das dann die Sache klar, dass sie was damit zu tun haben.
Ja, das sagen eigentlich alle, mit denen ich hier darüber spreche und die sich dort gut auskennen. Die sagen mir eigentlich, was ich da überhaupt noch suche. Ja. Nicht, dass bei jedem normalen Fall, man wusste ja auch, dass Sonnenberg dieses Tatmotorrad ausgeliehen hat. Ja. Die Frau Becker hatte auch in ihrer Handtasche noch Patronen für die Tatwaffe dabei. Und man sagt mir auch immer, bei jedem normalen Verfahren hätte das sofort. Wäre das sofort klar gewesen. Nicht? Da werden, wenn die beiden nicht erklären können, Ja. woher sie die Waffe haben, Ja. woher sie diesen Suzuki-Schraubendreher haben, Ja. sind sie normalerweise dran. Stichwort NSU. Ja, naja, gut, das ist halt, ich habe natürlich auch gegenüber der Bundesanwaltschaft so argumentiert. Ich habe gesagt, ja, warum bestimmt man überhaupt, das ist ja mühevoll, warum bestimmt man überhaupt mit Sicherheit dann, dass das die Tatwaffe war, wenn diejenigen, die die Tatwaffe haben, daraus keine nachteiligen Folgen zum Also bei der Fecht. NSU wird ja genauso Ja. argumentiert, die haben die Tatwaffe, also sind sie die Täter. Aber in Singen heißt es nur, weil sie die Tatwaffe haben, können sie nicht die Täter sein, Ja, weil die Waffe genau. ist viel zu heiß. Also es wurde uns gesagt, also sinngemäß, das sei praktisch naiv von mir anzunehmen, dass eine solch brisante Waffe die Täter behalten würden. Die Ja. würden sie natürlich an andere weitergeben. Nicht? Und das ist in der Tat völlig anders bei der NSU. Nicht? Ja, Dort ist ja. das ja eines der ganz starken Argumente für die Täterschaft dieses Trios, dass dort die Tatwaffe gefunden wurde. Nicht? Also man könnte jetzt genau umgekehrt sagen, da dort die Tatwaffe ist, also wenn man es so macht wie bei Sonnenberg und Becker, könnten sie es eigentlich nicht gewesen sein, weil man ja immer die Tatwaffe weggibt. Nicht? Also man sieht, das sind völlig unterschiedliche, eigentlich fast willkürliche Bewertungen. Es gibt aber noch andere Spuren, die Verena Becker belasten. Ich sage nur, die beiden Motorradschützen trugen ja Helme und da verliert man ja möglicherweise ein Haar. Das ist passiert und da kann man dann gucken, passt das Haar zu Verena Becker, was im Helm gefunden wurde. Ja, also es sind natürlich viele Dinge da zu beanstanden bei diesen Ermittlungen. Bei dem Haar, es sind zwei Haare gefunden worden an einem Kleidungsstück und in einem der Helme, diesem rotgrundigen Helm, sind sogenannte tatrelevante Haare gefunden worden. Der Frau Becker wurden dann 350 Haarproben entnommen. Bitte. Aber es wurde keine einzige ihrer Haarproben direkt mit den tatrelevanten Haaren verglichen. Das ist auch schon völlig unerklärlich, nicht? Denn jeder indirekte Vergleich, also auf Umwegen, kann ja Fehler einstreuen. Ja. Dann hat man bei ihr einen Gepäckschein gefunden für einen Koffer, der im Bahnhof in Zürich war. Ja. Und dort hat man auch Kleidungsstücke gefunden. Dort waren auch Haare dran. Ja. Also offensichtlich hat Frau Becker Haare verloren. Und dort hat man das waren drei verschiedene Haarproben. Und an diesen Haaren, in zwei Fällen, hat man feststellen können, das sind ihre Haare. Und dann in einem Fall waren die Haare, da war man der Meinung, das seien nicht ihre Haare. Man hat aber nur mit den tatrelevanten Haaren die Haare verglichen, von denen man meinte, Das das sind nicht seien Ihre Haare. nicht ihre Haare. Wobei auch das fragwürdig ist, ob man das so sagen konnte, dass es nicht ihre Haare waren. Aber in jedem Fall hat man den Vergleich so gemacht, dass keinesfalls herauskommen konnte, dass es ihre Haare sind. Denn man hat ja nur die Tatrelevanten verglichen mit denen, von denen man sagte, das sind nicht ihre Herr Haare. Buback, seit wann wissen Sie das alles? Wie Sie es jetzt beschreiben? Naja, das weiß ich eben jetzt schon viele Jahre. Also das Buch ist ja aus 2008 Ja. und die Taschenbuchversion aus dem Jahr 2009. Und da ist das ja alles schon beschrieben mit den Aber wann ist Haaren. Ihnen Also da klar wurden. geworden, dass irgendjemand etwas vertuscht? Das muss man doch so sagen. Man möchte Verena Becker aus diesem Verbrechen speziell in Karlsruhe heraushalten. Es gibt eine Menge Leute, auf die wir gleich kommen, die sagen, es soll eine Frau gewesen sein. Das ist die Frau, die Schuhgröße passt, die Haare passt, man will es nicht. Irgendjemand deckt doch Verena Becker und Verena Becker, wie ja später sich herausstellt, war auch beim Verfassungsschutz. Die Frage ist, seit wann sie beim Verfassungsschutz war. Wann Ja. ist Ihnen klar geworden, die, auf die Sie immer gedacht haben, die Crème de la Crème, würden das ganze Verbrechen ermitteln gegen ihren, was übergangen wurde an ihrem Vater, die wollen es nicht, vielleicht dürfen sie es nicht. Also es war natürlich ein allmählicher Prozess. Wir waren voll im Vertrauen, dass es alles in Ordnung sei. Und dann gab es immer wieder Dinge, die dieses Vertrauen erschüttert haben. Wir sind dann auch häufiger, also meine Frau und ich, bei der Bundesanwaltschaft gewesen und dort wurde uns dann immer wieder versichert, es ist alles in Ordnung, wenn wir Fragen hatten. Aber gut, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, merkte man, es ist nicht in Ordnung. Nicht? Und dann wurde auch die
was mich stutzig gemacht hat, es wurden die Reaktionen eigentlich immer schärfer. Nicht am Anfang. Ihnen gegenüber? Mir gegenüber. Ja. Also Sie sind man praktisch hat, eine Nervensäge und stören die Justiz. Man hat dann am Anfang gesagt, alles in Ordnung. Nicht? Und wenn man dann wieder fragt, sagt man, ja gut, wir könnten Ihnen das jetzt erklären, aber Sie verstehen das ja nicht, weil Sie Chemiker sind. Mhm. Nicht? Und dann, wenn man dann wieder kam, weil einfach die Dinge passten nicht, ja. Dann wurde man schon schnell so ein bisschen wie ein, jemand, der penetrant ist, nicht? Ja. Oder der einfach unbelehrbar ist oder ja. allmählich dann auch wie traumatisiert daherkommt. Mhm. Nicht? Also das hat mich dann gewundert, nicht? Weil ich ja, ich meine, ich habe da keine große Unterstützung oder Lob oder irgendetwas erwartet. Immerhin haben sich ja durch mein Engagement hat ja der Bog diese Aussagen gemacht. Das muss ja für die Ermittler wertvoll sein. Nicht? Ja. Wenn jemand, der nun aus dem RAF-Milieu stammt, der da mittendrin war, wenn der sagt, die beiden Männer, die als einzige Männer wegen der Tat verurteilt worden sind, die saßen nicht auf dem Motorrad, die waren nicht am Tatort. Das sagt dieser Mann. Man muss dazu sagen, dass Bog ja auch intern auch als der Karl May der RAF gilt. Also das muss man auch dazu sagen, dass sie gesagt, ja, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, aber die Bundesanwaltschaft verwendet ja sehr viele der Aussagen von Bog auch. Also es ist da so ein gewisser Sprung da drin. Der Bog hat ja irgendwas das abgelegt, was als seine Lebensbeichte beschrieben wird. Und seit der Zeit meint die Bundesanwaltschaft, sind seine Aussagen verlässlich. Und also ich muss dazu sagen, ich könnte jetzt, ich meine, dass Bog früher gelogen hat, ist klar, das weiß er auch. Aber von dem, was er mir jetzt, also in der Phase nach der Lebensbeichte, nur da hatte ich ja Kontakt mit ihm, da könnte ich bei keiner Sache sagen, er hat die Unwahrheit gesagt. Also so, dass ich es belegen könnte. Nicht? Also es kann sein, dass Dinge nicht zutreffen, weil er war ja nicht am Tatort. Er ist ja in vielem auch angewiesen auf das, was ihm gesagt worden ist von seinen Kollegen. Aber dass er mich belogen hat, das könnte ich nicht belegen. Also das ist vermutlich auch nicht der Fall. Mhm. Und viele der Dinge, die er gesagt hat, haben sich ja dann auch erwiesen. Also zum Beispiel, Volkerts war nicht dabei. Das ist ja jetzt sogar durch das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart ist das ja belegt. Lassen Sie uns trotzdem nochmal zum 7. April 77 zurückkehren. Interessant ist bei Ihren Recherchen, dass Sie gemerkt haben, in den Akten stand nicht einmal drin, ob das Fahrzeug ein Automatikfahrzeug war oder ein Schalter. Also das ist ja so schlampig wurde ermittelt. Also man merkt dann von Anfang an, offensichtlich sollte schlampig ermittelt werden. Und Sie haben sie auch 30 Jahre lang geglaubt. Aber vielleicht, dass Sie die Tat nochmal beschreiben, das ist ja relativ schnell passiert. Und es wurde ja nicht nur Ihr Vater getötet, sondern zwei Menschen, die ihn begleitet haben, die auch Opferfamilien haben. Wie haben die denn damit reagiert, dass sie ständig nachbohren? Im Buch kommt ja auch drin vor, dass Sie irgendwann sich entschuldigen, sagen, Sie sprechen nur für Ihre Familie, und weil über die spricht man ja gar nicht. Können Sie mal beschreiben, wie ist das Verbrechen exakt abgelaufen und wie haben dann die anderen Opfer der Familien reagiert, als Sie angefangen haben, immer wieder nachzubohren? Also wir haben uns dann gelegentlich am Anfang getroffen, aber ich habe dann gemerkt, dass die Familien nichts mehr von dieser Sache wissen wollten. Nicht? Und ich respektiere das völlig. Ich kann das auch gut verstehen. Ich überlege mir, ob es nicht für mich selbst auch viel besser gewesen wäre. Ich hätte mich nie um diese Sachen gekümmert. Das hätte mir und meiner Frau sehr, sehr viel Kummer erspart. Also insofern möchte ich da niemanden irgendwie sagen, er hätte sich da mehr kümmern müssen. Nicht? Das ist völlig in Ordnung. Es kommt ja auch dazu, der Sohn eines der Opfers arbeitet ja in der Bundesanwaltschaft. Nicht? Und das ist dann auch eine belastende Situation. Und das kann ich gut verstehen, dass er da das nicht an sich heranlassen möchte. Also das ist völlig in Ordnung. Es bedeutet natürlich für uns, dass wir keine Unterstützung in dem Sinne mehr hatten. Nicht? Also wir sind eigentlich immer sehr allein gewesen in diesen Sachen. Und das war natürlich dann ein Problem, weil da eben viele Dinge waren, die dann so klar wurden. Nicht? Und ich meine, das ging ja dann relativ rasch im Jahr 2007. Dann waren plötzlich diese vielen Zeugen, die eine Frau gesehen haben. Und es hatte niemals jemand was von einer Frau gesagt. Ja. Nicht? Und dann merkten wir plötzlich, dort war die Tatwaffe. Wieso? Und da war die Verena Becker dabei. Wieso ist da nie darauf eingegangen worden? Nicht? Warum hat man uns das nicht gesagt? Und dann kam also praktisch eins zum anderen. Nicht? Dann wurde uns zum Beispiel gesagt, dass Verena Becker beim Verfassungsschutz war, dann, dass der Verfassungsschutz dem Generalbundesanwalt mitgeteilt hat, wer die Täter gewesen seien. Da fiel auch dann der Name Wisniewski. Ja.
Stefan Wisniewski das erste Mal. Und also das sind umfangreiche Akten, die übergeben worden sind. Und der Generalbundesanwalt hat gegen Stefan Wisniewski, der dort als Schütze genannt wird, hat er kein Ermittlungsverfahren aufgenommen im Jahr 1982. Mhm. Nicht das, das waren Dinge, das war dann für mich so krass. Das war eigentlich, das war der Punkt, auch, wo ich mir sagte, das kann nicht mehr sein. Nicht? Denn es ist ja folgendes, es gab ja nun Prozesse wegen des Karlsruher Attentats, einen Prozess gegen Volkerts. Und dann gab es in den Jahren 1983 bis 1985 einen Prozess gegen Klar und Brigitte Mohnhaupt. Ja. Das waren ja die drei als Personen. Als die Strippenzieherinnen und so weiter. Ja, ja. Die, und wobei man bei der Brigitte Mohnhaupt wusste, die war also als Rädelsführerin, aber die war in den Niederlanden an dem Tag. Also da hat auch niemals jemand behauptet, dass sie dort beteiligt war an der Tat. Und das war also, es war dem Generalbundesanwalt Anfang 1982 mitgeteilt worden, dass Wisniewski der Schütze war. Durch die Vernehmung einer Quelle, bei der es sich also höchstwahrscheinlich um Verena Becker handelt, aber in jedem Fall hat es da eine ausführliche Ausarbeitung gegeben, die dem Generalbundesanwalt übergeben wurde, und er hat keine Ermittlungen aufgenommen. Nicht, das war für mich unvorstellbar. Mhm. Nicht, dass Ermittlungen muss man da aufnehmen. Interessanterweise sind die Ermittlungen ja jetzt auch aufgenommen worden. Nicht jetzt, als das bekannt geworden ist, dass es diese Aussage gab, das hat ja ein ehemaliger Verfassungsschützer dem Spiegel mitgeteilt, da hat man ja dann ein Behördenzeugnis des Bundesamtes, das kann man machen, da nennt man die Quelle nicht, aber man nennt die Information, zum Beispiel, Wisniewski war der Schütze. Ja. Das hätte man damals auch machen können, denn, wenn es jetzt geht. Und das hat natürlich einige Folgen, denn diese Information ist 1982 bei der Bundesanwaltschaft angekommen, aber 83 bis 85 war der Prozess gegen Klar und Mohnhaupt. In dem Prozess ist das nicht gesagt worden. Nicht? Es ging um den Mord in Karlsruhe bei diesem Prozess, unter anderem. Mhm. Und wenn dann der Generalbundesanwalt weiß, mir ist hier von einer ermittlungsmächtigen, kräftigen Stelle ist mir mitgeteilt worden, Wisniewski, dann, also für mich persönlich gibt es da überhaupt gar keine Alternative, dann muss er das dem Gericht sagen. Ja. Und zum Beispiel auch den Verteidigern von Klar und Mohnhaupt. Die müssen das ja wissen. Ja. Nicht, wenn die sagen, ja, da gibt es ja eine Quelle, die sagt, das war ein Wisniewski, hier ist klar. Und nicht? Es kommt ja noch dazu, auch in dieser Verfassungsschutzaussage wird Volkerts, der bereits verurteilt war, gar nicht mehr als einer der unmittelbaren Täter erwähnt. Mhm. Ihr Buch hat ja auch juristisch etwas ausgelöst. Es gab ja danach, also dieses Buch ist ja gelesen worden und da haben ja viele auch aus der Justiz gesagt, wir müssen da nochmal neu anfangen. Trotzdem ist nichts bei rausgekommen. Es ist ja offiziell noch so, dass Christian Klar, Günter Sonnenberg und Knut Volkerts die Täter sind offiziell, obwohl wir heute wissen, dass Verena Becker mehr als damit zu tun hat. Das ist leider so. Also ich meine, immerhin, es ist jetzt ein Beitrag, ich meine, Verena Becker ist ja angeklagt worden als Mittäterin, nicht? Die gemeinsam mit anderen heimtückisch drei Menschen in Karlsruhe ermordet hat. Nur ist dann im Verlauf des Prozesses von diesem Tatvorwurf der Mittäterschaft bei dem dreifachen Mord allmählich übergegangen worden auf den Tatvorwurf der Beihilfe und der Verabredung zu einem Verbrechen. Und dafür ist Verena Becker verurteilt worden zu 4 Jahren. Nicht, da gab es noch Reduktionen aufgrund einer Gesamtstrafenbildung. Und blieben am Schluss 1,5 Jahre übrig. Die sind zur Bewährung ausgesetzt worden. Also Verena Becker ist jetzt trotz dieses Urteils nicht nochmal in Haft gekommen. Ja. Und sie ist, ich meine, das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass sie jetzt dauerhaft vor Bestrafung als Mittäterin geschützt ist, was auch immer herauskommt. Nicht? Es gibt ja diesen Rechtsgrundsatz, ne bis in idem. Ja. Und insofern war der Prozess schon für Verena Becker wichtig. Denn die Einstellung damals ist ja, da ist ja, das Verfahren ist ja getrennt worden. Der Karlsruhe und Singen. Teils Karlsruhe und dann Singen, der Angriff auf die Polizisten. Und das Karlsruher Verfahren ist eingestellt worden gegen Sonnenberg und gegen Becker. Und aus unterschiedlichen Gründen. Bei Sonnenberg hat man gesagt,
praktisch, ja, der ist da schuldig, aber der ist ja schon verurteilt worden, dann ist er auch verletzt worden bei seiner Festnahme. Und bei Verena Becker ist die Einstellung erfolgt als, wir können es nicht nachweisen, als unschuldig. Ja. Und diese Einstellung hat den Nachteil für die betroffene Person, das Verfahren kann jederzeit wieder eröffnet werden, während das gegen Sonnenberg kann nicht mehr wieder eröffnet werden. Und insofern ist jetzt durch diesen Prozess ist ein dauerhafter Deckel für Verena Becker entstanden. Also Verena Becker, wenn jetzt auch... egal, was wir hier egal, was herauskommt. Verena Becker ist für Dauer geschützt. Nicht? Also, es war sie das nicht schon vorher? Nein, weil... Na, weil sie beim Verfassungsschutz war. Also, und das hat Ihnen auch jemand gesagt, in dem Moment, wo Geheimdienste involviert sind, ist sie dauergeschützt. Das hat man mir damals gesagt, dass in dem Augenblick, in dem Geheimdienste involviert sind, die Nebenklage keine Chance hat. Wenn man sich Ihr Buch durchliest, gerät man immer tiefer in diesen Fall hinein und irgendwann verliert man fast den Überblick und sagt, weil es gibt auch viele Konstellationen, wie es gewesen sein könnte. Sie haben sich mit dem ja wie ein Naturwissenschaftler oder eben, wie Sie sind eben Naturwissenschaftler, beschäftigt. Und am Ende gibt es ja 6 Tatverdächtige. Können Sie die mal benennen? Wer sind denn die 6 Tatverdächtigen, die Sie in diesem Buch benennen? Ja, also es geht tatsächlich um, ja, ich würde sagen, 6 Personen. Ja. Das sind erstens mal die 3, die verurteilt worden sind wegen des Karlsruher Attentats, Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und Knut Volkerts. Ja. Für alle 3 steht jetzt fest, dass sie nicht am Tatort waren. Also die waren nicht... Die 3 sind verurteilt worden als Mittäter oder Rädelsführer, waren aber nicht am Tatort. Da sie die einzigen sind, die als Täter oder Mittäter verurteilt worden sind, bedeutet das automatisch, dass die tatsächlichen Mittäter für dieses schwere Verbrechen des Mordes, des mehrfachen Mordes, keinen Tag in Haft waren. Was macht das mit Ihnen? Ja, das ist grausam, nicht? Aber so ist es, nicht? Und das, ich habe, wissen Sie, am Anfang habe ich natürlich probiert, der Justiz zu helfen. Ich dachte, es gibt vielleicht Leute, die sagen mir eher etwas, da haben sie nicht so eine Hemmschwelle, sagen sie, gut, das ist ein Angehöriger und so ein Bundesanwalt, das ist ja so eine völlig entrückte und mächtige und gewichtige Person und da habe ich Angst, dann sage ich irgendwas nicht richtig und dann passieren mir schlimme Sachen. Also vielleicht haben Leute da abstruse Ideen und da dachte ich, gut, mir wurde ja Information angeboten, ich habe ja nicht danach gefragt, nicht? Ich habe ja nicht inseriert irgendwo, wer weiß etwas darüber. Ja. An Sie ist man immer wieder herangetreten. Man ist an mich herangetreten oder viele, nachdem das bekannt wurde, hat man mir gesagt, das waren ja ganz gravierende Dinge, nicht? Da war ein Hamburger Zeuge, der hat mir gesagt, ja, sein Freund war Abteilungsleiter beim Hamburger Verfassungsschutz und der hat ihm ganz klar gesagt, dass eben die Verena Becker geschossen hat. Nicht, das ist, und dann haben sich Leute gemeldet, die wissen von Christian Klar, dass der hat ihnen gesagt, dass die Verena Becker geschossen hat. Nicht? Ja. Und zwar sind das natürlich alles Leute, die in einem bestimmten Milieu ihn getroffen haben. Nicht? Also das ist ein Mithäftling, das ist eine Person, die Vollzugsbeamter war oder für den Vollzug, im Vollzug Mitarbeiter war. Und es war eine andere Person, die auch schon für die Mitgliedschaft zur RAF verurteilt war. Also Personen, die in Klars Sinne sein Vertrauen haben. Also zumindest diese Leute haben behauptet, dass sie direkt von Klar erfahren haben, dass es Verena Becker war. Bommi Baumann hat gesagt, definitiv hat die Verena Becker geschossen. Der Verwandte, das ist ja in den Stasi-Akten, sagt, er wisse, dass Verena Becker aktiv in Karlsruhe beteiligt war. Also das sind alles so klare Dinge. Verena Becker hat auch in Singen geschossen, allerdings nicht getroffen. Ja, auf diesem Band. Also, um es nochmal zu sagen, es sind eben jetzt 3 andere Personen, die da noch in Betracht kommen. Das sind also dann Verena Becker und Wisniewski. Nicht? Ja. Also die und Sonnenberg, nicht Sonnenberg, also Sonnenberg, Wisniewski und Verena Becker. Nicht? Das sind auch die Personen, die in den Haag-Meyer-Papieren, die hat man ja gefunden, die dort als das abfahrende Tatkommando geplant sind. Nicht? Beschreiben Sie die Haag-Meyer-Papiere, was war das? Das sind Papiere, die sind bei dem
Rechtsanwalt Haag, der aber eigentlich, man müsste mal sagen, RAF-Mitglied war, nicht? Ja. Also der so stark verzahnt. Der Rechtsanwalt Siegfried Haag wurde gemeinsam mit seinem Begleiter Roland Meyer auf der Autobahn bei Butzbach Ende November, ich glaube am 30. November 1976 verhaftet. Und bei ihm hat man dann Papiere gefunden, die etwas verklausuliert waren, aber auch einen Arbeitsplan für die Aktion Margarine. So war das, also Siegfried SB, Buback. Siegfried Buback, war diese Margarine, so war das Karlsruher Attentat kodiert. Also deshalb sage ich auch, ist die Aufklärung relativ einfach, nicht? Weil man sagt immer, die Terroristen müssen reden, aber das brauchen die ja gar nicht. Man hatte diese Haag-Meyer-Papiere, das ist eine Tabelle, da steht für 11 Personen, die beim Treffen im Harz dabei waren, sind die Aufgaben alle aufgelistet. Ja. Und bei drei Personen steht Abfahrt, und das Oberlandesgericht hat in dem Verfahren gegen Haag schon festgestellt, dass eben das ist für den 2. Dezember geplant, da ist diese Abfahrt in das Bereitstellungsgebiet für die geplante Aktion Margarine. Also man weiß, man kennt die Aktionen aus den Haag-Meyer-Papieren und da steht auch das Tatkommando drin. Ja. Nicht? Also das ist wie Frau Becker wird bleischwer belastet. Das ist so wie im Theater der Besetzungszettel. Ja. Das ist, ja. Und die drei Personen, die dorthin fahren, sollen in dieses Bereitstellungsgebiet für dieses Attentat auf den Generalbundesanwalt. Das sind Sonnenberg, Wisniewski und Verena Becker. Mhm. Nicht? Das sind diese drei Personen. Und die sind auch diejenigen, die nach dem, was Bog gesagt hat, am besten dafür geeignet sind. Denn die beiden, Sonnenberg und Verena Becker, waren diejenigen, die am besten mit schweren Motorrädern umgehen konnten. Ja. Und man hat ja für das Attentat die Motorradvariante gewählt, nicht? Ja. Also, dass man von einem Motorrad schießt. Und es mussten natürlich beide gut Motorrad fahren können. Da gehört schon was dazu, wenn man schießt und sitzt da hinten drauf. Mhm. Da muss man geübt sein. Das Ganze ging ja auch nur 30 Sekunden, da hat sich das abgespielt. Rasend schnell. Das ging relativ schnell. Und dann hat Burg ja auch gesagt, sie hatten immer, und das weiß er ja auch aus eigener Erfahrung, er war das, glaube ich, selbst einmal bei einem Attentat, sie hatten immer noch einen Abdecker dabei. Was ist das? Ein Abdecker, das sei jemand gewesen, der, wenn die unmittelbaren Täter, also die Tat wirklich ausführen, versagen, wenn die in Not kommen. Ja. Also wenn die also ein Scharfschütze auf dem Dach quasi, wie man das... Wie ein Scharfschütze auf dem Dach, aber der dort irgendwo in, ich weiß nicht, 20, 50 Metern steht, also wo man eben schießen kann, der dort noch eine Deckung vielleicht vermitteln kann. Und insofern macht das auch völligen Sinn, nicht, dass es so gewesen sein muss. Mhm. Nicht? Und das sind die drei Personen, aber eben... Gegen Sonnenberg. Und Sonnenberg ist durch die Einstellung auf Dauer geschützt. Verena Becker ist jetzt auf Dauer geschützt. Und es bleibt nur noch Wisniewski. Also, und da möchten Sie ja auch, dass was passiert. Also das ist die allerletzte Chance für die Justiz, dass sie wenigstens einen einzigen der Tatbeteiligten oder zum Tatkommando gehörenden, dass sie den noch wegen dieser Tat zur Verantwortung zieht. Und das hat ja auch der Anwalt der Nebenklage jetzt beantragt, aber die Bundesanwaltschaft will keine Anklage erheben. Das wundert mich persönlich nicht, aber ich möchte mal gleich auf etwas kommen, was, wenn man das Buch liest, einem natürlich auffällt, und Ihnen ist es natürlich sehr viel später aufgegangen, weil Ihr Vertrauen in den Staat hat ja lange bestanden und er wurde dann erschüttert. Ja. Es gibt ja ganz am Anfang, als es losgeht, als ermittelt wird, wird ja Ihnen gegenüber gesagt, ja, Ihr Vater sei quasi mitschuld, dass er erschossen worden sei, denn er hätte ja den zusätzlichen Schutz abgelehnt, also PDV 100. Können Sie mal beschreiben? Das ging ja schon am Anfang, hat man sie belogen. Was ist die PDV 100? Also es war für uns zu Beginn ein großes Problem, dass mein Vater nicht allein gestorben war, sondern noch zwei Beamte mit ihm. Ja. Und wir dachten natürlich, um Gottes Willen, jetzt die Familien, was sagen wir denen? Man fühlt sich da ja fast mitschuldig, nicht? Also dass da noch zwei Menschen zu Tode gekommen sind. Und dann... Einer ist eingesprungen, soll man dazu sagen. Ja, der Fahrer hat den anderen, der an dem Tag Urlaub hatte, also der Wolfgang Göbel war der Fahrer, den ich auch sehr gut kannte. Nicht? Ich bin ja auch gelegentlich, weil ich bin auch in dem Wagen mal mitgefahren. Ja. Meine Mutter ist gelegentlich mal mitgefahren, nicht? Ja. Weil sie ja meinen Vater sonst fast nie gesehen hat. Nicht? Ja. Der hat ja
16 Stunden gearbeitet. Ja. Und dann ist sie manchmal mitgefahren, hat dann gewartet auf den Termin, sodass sie wenigstens auf der Fahrt mal mit ihm reden konnte. Ja. Meine Mutter hätte da dabei sein können, nicht? Ja. Oder irgendjemand von uns. Gut, ich meine, ich war beim Skifahren. Also uns interessierte jetzt natürlich, wir hatten sofort dieses Argument, nicht? Es geht ja so, die Öffentlichkeit fragt ja, wer ist dafür schuld? Warum ist er nicht geschützt worden? Ja. Und dann wird man natürlich, ist es der einfachste Weg, dass man sagt, ja, der umgekommen ist, der ist selbst dran schuld. Ja. Nicht, der hat den Schutz nicht angenommen. Und da hat mich das sehr interessiert, wie das mit dem Schutz nun ist. Also, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass jemand, der in der höchsten Gefährdungsstufe ist, das war mein Vater, das war die Gefährdungsstufe 1, der hat doch gar nicht die Sachkompetenz. Ja. Und der hat ja auch gar nicht die Zeit, bei diesen vielen Orten, an denen er sich täglich befindet, dort jeweils festzustellen, dort in der Ecke hätte ich gern zwei Beamte. Und das geht ja gar nicht. Ja. Und dann... Es gibt eine Vorschrift, die eben sagt, wie jemand und zu schützen ist. Und dann hat mir ein guter Freund meines Vaters, der dann später Verfassungsrichter wurde, der hat mir gesagt, also Herr Buback, da gibt es die PDV 100, Polizeidienstverordnung 100. Ja. Und konnte mir aber niemand geben. Dann bin ich ins Polizeipräsidium gegangen. Und zu dem Beamten, der für den Schutz zuständig ist. Und der hat mir die hingelegt auf den Tisch und hat gesagt, ja, aber Herr Burg, Sie dürfen da nicht reinschauen. Und das ist vertraulich oder geheim. Mhm. Und dann wurde er an die Pforte gerufen. Und dann hat er das Buch aber liegen lassen. Mhm. Sie haben es gedeutet nach dem Motto, der wollte Ihnen helfen. Ich weiß es nicht, ob er mir helfen wollte. Ja. Also in jedem Fall habe ich die Abwesenheit genutzt, haben Sie um dort zu schauen. Habe auch gleich bei der Gefährdungsstufe 1 gefunden. Da stand ganz klar drin, dass diese Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen sind. Egal, was derjenige, der geschützt werden und soll, sogar, sagt. Und sogar das Ansinnen, diesen Schutz abzulehnen, sind unbeachtlich. Also Angela Merkel, um mal übersetzen, könnte ihre Schutzbeamten nach Hause schicken, die bleiben einfach. Ja, die müssen, also wenn zum Beispiel ein Generalbundesanwalt sich dauerhaft weigert, mehrfach weigert auf Ermahnung, dann muss der aus seinem Beruf. Ja. Nicht, weil er dann ein größeres Sicherheitsrisiko ist. Ja. Und nachdem ich das wusste, bin ich dann zu dem Innenminister von Baden-Württemberg, der das behauptet hatte. Mhm. Und der hat mir das auch erst erzählt, ja, was sollten wir da machen? Ja. Und dann, als ich ihm sagte, das ist die PDV 100, die haben Sie selbst unterschrieben. Ja. Die hatte der Minister unterschrieben. Ja. Dann merkte ich, im Nebenzimmer hatte er schon den Polizeiinspekteur, den Landespolizeipräsidenten, die waren alle dort versammelt. Nicht, das ist ja immer so, dass man erst versucht, die Angehörigen so auf Distanz zu halten und dann wohlzustimmen und dann so ein bisschen wieder rauszukommen, komplimentieren. Und dann gab es eine ziemlich lebhafte Diskussion. Nicht? Und dann hieß es, ja, wir konnten das ja nicht ahnen. Und dann hieß aber es, in der Rückschau muss Ihnen doch klar geworden sein, von Anfang an hat man Sie versucht, zum Narren zu halten. Also mit Ihnen hat ja niemand gerechnet. Dass Sie quasi in die Fußstapfen Ihres Vaters treten würden, indem Sie akribisch ermitteln, das ist ja, glaube ich, der Super-GAU derjenigen, die etwas versuchen, bis heute zu vertuschen. Wann ist Ihnen das klar geworden? Ich glaube nicht, dass man überhaupt ernsthaft damit gerechnet hat, dass ich mich der Sache annehmen würde. Und man war ja auch freundlich zu mir, nicht? Es wurden jedes Jahr, oder ich bin da nicht jedes Jahr gekommen, aber es wurde ein Kranz niedergelegt. Ich habe mich immer bedankt dafür, dass man überhaupt an meinen Vater denkt. Und ich fand das auch... Trotzdem ist bis heute keine Straße, kein Platz nach Ihrem Fahrrad. Sehr nett. Naja, man hat dann, da hat sich jetzt jemand eingesetzt. Also es gibt einen Platz jetzt seit etwa 2 Jahren oder ein oder zwei. Das ist jetzt, also nachdem das Buch raus ist, gibt es jetzt einen Platz. Da wohnt allerdings niemand, aber das ist so eine Anlage, die ist jetzt nach meinem Vater benannt. Ich meine, das wurde mir im Laufe der Zeit klar. Nicht? Ich erwähnte ja vorhin schon zum Beispiel diese Sache, dass eben ein Täter genannt wurde und gegen den nicht ermittelt wurde. Und dann, als immer mehr herauskam, wie viele Leute eine Frau gesehen hatten, nicht auch Leute, die einfach unbedingt für mich glaubwürdig waren, nicht? Oder dann diese Zeugin, die von ihrem Dienstzimmer aus das gesehen hat. Mhm. Und als ich dann eben auch merkte, wie diese Zeugen schlecht behandelt wurden. Nicht? Also ich merkte ja, es war nicht nur mir gegenüber eine große Reserve, sondern es wurde ja auch dann die Zeugen, die etwas von einer Frau berichten. Lassen Sie uns genau dorthin gehen. Sie haben in Ihren späteren Recherchen festgestellt, dass es mindestens 3 Augenzeugen gibt. Es gibt den Jugoslawen, der nicht weg konnte, weil auf dessen Reifen im Fahrzeug geschossen wurde, musste am Ort bleiben.
Sie nennen ihn den Jugoslawen. Dann gibt es die Sekretärin, die von ihrem Zimmer aus hervorragend sehen konnte, was passiert ist, aber man hat ihren Vorgesetzten gefragt und später hat sie in ihrer Aussage auch nicht wiedergefunden, das, was sie gesagt hat. Und es gibt noch die Zeugen vom Vortag. Auf die kommt es ja auch noch. Können Sie was zu den Zeugen vom Vortag sagen, die auch sagen, eine sehr zierliche Frau, die da am Fahrzeug rumgeschraubt haben? Also es gibt für mich sind natürlich die wichtigsten Zeugen, die unmittelbar am Tatort das gesehen haben. Das ist diese Frau, die dort aus dem Bürogebäude gesehen hat, die Sie erwähnt haben. Ja. Dann gibt es noch einen Zeugen, der im Gegenverkehr stand, der das auch aus unmittelbarer Nähe gesehen hat, der also meint, das sei, er habe einer Mafia-Hinrichtung beigewohnt. Ja. Und dann gibt es noch einen Zeugen, der dann auch hingefahren ist, auch wieder in der gleichen Richtung, wie mein Vater an die Kreuzung gefahren war, der mit Sicherheit sagt, es habe ein Mädchen auf diesem Motorrad drauf gesessen. Also das sind für mich deshalb die wichtigsten Zeugen, da sie eben unmittelbar am Attentat das gesehen haben. Mhm. Der Zeuge vom Vortag, der hat mich natürlich auch das war auch so mit einer Wendemarke, weil er mir klar gemacht hat, dass sie eben am Vortage meine Eltern gesehen haben, die kannten sie, die wohnten in derselben Gegend. Nicht? Also, die Täter haben den Tatort vorher mal abgecheckt. Die wussten ja auch nicht, an welchem Tag. Also ich habe meine Mutter dann natürlich noch gefragt und die hat mir gesagt, eigentlich wäre mein Vater, sie sind immer am Donnerstag zu Fuß in die Stadt gegangen. Mein Vater war etwas übergewichtig, so wie ich auch, und meine Mutter hat Wert darauf gelegt, dass er wenigstens einmal in der Woche zu Fuß geht. Ja. Und dann hat er ihr gesagt, am Donnerstag, Gründonnerstag kann ich nicht. Da, wir wollen ja dann noch mal ein bisschen rausfahren in die Pfalz wohl. Ja. Das schaffe ich nicht an dem Morgen. Und da hat meine Mutter gesagt, dann musst du am Mittwoch laufen. Ja. Deshalb, gehe ich mal davon aus, haben die Täter, die waren vielleicht schon an mehreren Tagen vorher, denn auch dieses Fluchtauto hat schon an mehreren Tagen gewartet, sodass die Täter meine Eltern nicht angetroffen haben. Mhm. Dort nicht, die sind da herum in dieser Gegend, dort wo die Zeugen vom Vortage sie gesehen haben, dort war das, das ist auch in der Nähe des Tatortes. Ja. Also sie haben meine Eltern dort gesehen. Und haben so getan, als würden sie am Motorrad hantieren, da wäre was kaputt. Ja, das war in der Tankstelle. Ja. Und dann haben sie auch gesehen, dass dass irgendwie in Kommunikation mit diesen Bundesgrenzschutzsoldaten, die das Verfassungsgericht, es war eigentlich in der Nähe des Bundesverfassungsgerichtes, dass das ist. Also die haben diese Beobachtung gemacht und dann der Vater dieses Zeugen vom Vortag, der Zeuge vom Vortag war damals 14 Jahre, hat sich dann an mich gewandt, also 44 war. Sie kennen sich ja inzwischen ganz gut, ne? Wir haben uns häufiger getroffen. Ja. Und der Vater hat angehalten, damit die Familie zum Einkaufen aussteigt. Und da hat der Sohn hinten die Tür geöffnet. Ja. Und, da ist das und dabei hat er das Motorrad, das passt. Ist mit Mühe und ist dann gerade, hat gerade. Und dann konnten sie die sehen. Ich hatte zum Beispiel, dass ein Mann dort vorne ist, ein größerer Mann und eine zierliche Frau. Der hat gesagt, ein Hüpferle saß dort hinten drauf. Hatte eine Tasche vor sich, so wie sie auch am nächsten Tag zum Transport der Tatwaffe verwendet worden ist. Mhm. Und also er ist ganz sicher, dass das eine Frau war. Was ist denn speziell mit den Aussagen, mit den Zeugenaussagen passiert, also mit den Augenzeugenaussagen? Was sind die vor Gericht gelandet? Wurden die diskutiert? Also zum Beispiel die Aussage dieser Frau, die das gesamte Attentat, nachdem der erste Schuss gefallen war, sehen konnte. Die ist dann vernommen worden, aber die hat ja dann jetzt 30 Jahre später das, was als ihre Aussage in den Akten war, die hat gesagt, das ist ja völlig wirr. Nicht, also das habe ich nie gesagt und so war es auch nicht. Also da ist diese Aussage, die ist nicht so enthalten, wie sie gemacht hat. Da steht nichts von einer Frau drin, nicht, dass sie hätte Kaffee gekocht oder so irgendetwas. Ja. Dann der andere Augenzeuge, der im Gegenverkehr stand, der eben auch gesehen hat, der auch sagt, da war eine Frau hinten drauf, der auch gesehen hat, dass das Motorrad nochmal diesen Dienstwagen, der eine Zeit lang in der Mitte stand, umrundet hat, bevor es dann weggefahren ist. Der ist dann ja weitergefahren, der ist durchgewinkt worden und der ist dann wenige Tage später nach England gefahren und als er zurückkam nach 2 Jahren, hat er natürlich gesagt, dass die Sache ist aufgeklärt. Ja. Ich hatte ja auch zum Beispiel, wenn er sich interessiert hätte, hätte er zum Beispiel auch gemerkt, dass eine Frau Mohnhaupt verurteilt worden ist. Das wusste er nicht, dass die gar nicht auf dem Motorrad gesessen haben kann. Und dann der andere Augenzeuge, der auch dahin gefahren ist, der hat mit Sicherheit eine Frau gesehen. Und diese
Aussage ist verschwunden. Dann, Das Motorrad ist ja auch nicht mehr da. ja, ich wollte nur, das ist auch sehr interessant mit dieser Zeugenaussage. Dann hat jemand anonym, also offensichtlich ist da jemandem aufgefallen, dass da was nicht in Ordnung ist, dann hat er anonym an die Polizei in Bruchsal geschrieben, da gab es einen Zeugen. Und dann hat diese Polizei in Bruchsal hat den vernommen, hat er gesagt, ja, da saß hinten eine Frau drauf, ich kann diese Frau sogar, ich würde sie wahrscheinlich wiedererkennen, könnte sie vielleicht wiedererkennen. Mhm. Hatte so eine breite Nase, hat er gesagt. Ja. Und da hat man dem Mann 18 Männer gegenübergestellt. Ohne Frau. Ja. Und auch welcher von denen war das? Und auch diese Aussage ist wieder verschwunden. Mhm. Wie verschwinden denn eigentlich Aussagen? Ich weiß auch nicht, wie die verschwinden. Nur dieser Mann, das war ja dann 82, der ist auch nicht als Zeuge in dem Prozess gegen Clown Mohnhaupt gehört worden. Ja. Nicht auch in all diesen Prozessen ist ja niemand... Also wir können das zusammenfassen. Also es zieht sich wie ein roter Faden, dass alle, die sagen können, dass da eine Frau war, dass sie nicht gehört wurden, oder die Zeugenaussagen verschwinden. Aber es verschwinden ja noch ganz andere Sachen. Das Motorrad ist auch nicht da. Also es ist, ich glaube, all die Fahrzeuge, das Motorrad ist verkauft worden. Das war beim Bundeskriminalamt, das Tatmotorrad, war beim Bundeskriminalamt, ist dann zur Augenscheinnahme nach Stuttgart zum OLG gebracht worden und ist dort dann verkauft worden. Viel wichtiger oder am wichtigsten ist eigentlich der Fluchtwagen der Täter. Und da habe ich keine Ahnung, wo der ist. Das weiß auch niemand. Es ist nicht belegt. Also es muss ja eine Notiz sein, der ist heute verschrottet worden oder auf Weisung von dem. Dafür hätte man noch Verständnis, wenn sie jeden Wagen sammeln würden. Aber ich meine, es geht ja schließlich um irgendeinen Mord. Aber das weiß auch keiner, wo der Wagen ist. Es weiß keiner, wo der Wagen ist. Und denn das wäre ja so wertvoll, weil ja in dem Wagen müssen ja DNA-Spuren sein. Ja. Nicht? Und gegen diese DNA-Analytik hätten sich ja die Täter auch gar nicht gewehrt, weil sie die gar nicht kannten. Ja. Die gab es ja 77 nicht. Genau. Also wenn man den Wagen jetzt hätte, wäre das ja ein Klacks, festzustellen, wer da drin saß. Deshalb verstehen viele Leute auch gar nicht, woher, wie das Problem kommt. Und auch der Dienstwagen meines Vaters ist auch nicht mehr da. Mhm. Also wir halten, Herr Buber, wir müssen das festhalten. Viele wissen es nicht. Also das Motorrad, von dem aus die Tat begangen wurde, die 750er Suzuki, die ist weg, ist verkauft worden. Der Fluchtwagen Alpha in Silber, wo Christian Klar wohl am Steuer saß. Unbekannt. Unbekannt. Einfach vom Hof gekommen. Und das Fahrzeug hier auf diesem Buch, Strich 8 Schaltfahrzeug, 230er, Benziner, auch weg. Ja. Mhm. Wann haben Sie gemerkt oder wann ist Ihnen klar geworden, dass irgendjemand von ganz oben, weil das ist ja kein Zufall mehr, offensichtlich nicht möchte, dass rauskommt, wer Ihren Vater erschossen hat? Dass irgendjemand hier, also dass speziell Verena Becker gedeckt wird von ganz oben. Wann ist Ihnen das klar geworden? Wann fiel dieses... Rechtsstaat ist, glaube ich, doch nicht, was Rechtsstaat ist. Also ich habe noch, als der Prozess 2010 begann, dort hatte ich noch die Hoffnung, jetzt kommt die Wahrheit. Da war noch Reststaat bei Ihnen? Ich habe gedacht, gut, da sind also so gravierende Fehler gemacht worden. Und diese Vernehmungen fehlen. Ich meine, wenn ich das noch vorher schnell sagen darf, was ich überhaupt gar nicht fassen konnte, ist, dass man einer der Insassen des Wagens, das war ja der Georg Wurster, der hat ja überlebt. Der hat einige Tage überlebt. Ja, 3 Tage später. Und das ist der unmittelbarste Augenzeuge. Ja. Und auch jemand, an dessen Aussagen konnte man ja überhaupt gar nicht deuteln. Ja. Der ist nicht vernommen worden. Es gibt kein Vernehmungsprotokoll dieses Mannes. Gut, da kann man jetzt sagen, der ist ja auch schwer verletzt worden, aber es gibt auch den Hinweis, dass er eigentlich, dass die Gefahr bestand, dass er querschnittsgelähmt ist, aber dass er an sich über den Berg sei. Ja. Das soll auch, ist auch der Ehefrau von Herrn Wurster gesagt worden. Und was mich vor allen Dingen wundert, am Tag nach der Tat ist der Georg Wurster vom Bundesjustizminister besucht worden im Krankenhaus. Mhm. Also der hat mit ihm geredet, gesprochen. Also so schlecht kann es ihm nicht gegangen sein. Ja, und auch haben Zeugen berichtet, der Georg Wurster hat durch das Fenster des Wagens sich mit Passanten unterhalten, als er noch dort stand. Ja, ja. Der war voll gesprächsbereit, als ihn der Notarzt in die Klinik. Ja. Ja. Also, aber vor allen Dingen dadurch, dass der Bundesjustizminister mit ihm spricht, das ist ja für so ein kleiner Beamter, das ist sein allerhöchster Vorgesetzter. Ja. Nicht? Das ist ja eine erhebliche Belastung auch. Ja. Ich verstehe nicht, warum nicht einer der ihm sehr wohl vertrauten, da von derselben Behörde stammenden
Oberstaatsanwälte, Bundesanwälte oder sonstigen, warum nicht einer dahin gegangen ist und hat gesagt, du, hast du irgendwas gesehen? Dass der Vermerk nicht da ist, nicht wenn er gesagt hätte, ich habe nichts gesehen, ist es auch in Ordnung. Ja. Oder ich kann mich nicht erinnern, bin unter Schock, was ich... dass es den Vermerk nicht gibt. Das, nicht? Und da sind eben viele, dann die beiden Polizisten, die zuerst am Tatort waren, da hat der eine, der noch lebt, hat vor Gericht jetzt ausgesagt, er sei in der Tatnacht, mehrere Stunden vom BKA verhört worden. Nicht, da frage ich mich auch, warum wird ein Polizist vom BKA verhört? Und es sei ein hartes Verhör gewesen. Worüber wurde da gesprochen? Ich weiß das nicht. Das ist ja insofern interessant, weil der Augenzeuge, der im Gegenverkehr gewartet hat, der hat ja nicht nur gesehen, dass er nach seiner Meinung eine Frau geschossen hat, sondern er hat auch gesehen, dass kurz nach dem Attentat ein Polizeihubschrauber gelandet ist, dort am Tatort. Dass 5 Leute ausgestiegen sind, die sind zu dem Wagen gelaufen, haben auch mit den Polizisten gesprochen, sind dann nach wenigen Minuten wieder abgeflogen und danach ist die Kreuzung freigegeben worden. Nicht, also das ist ja schon so etwas Unerhörtes. Nicht? Das sind ja Dinge, wie leider hier viele sind, wo man sagen würde, das glaube ich gar nicht. Ja. Nicht? Aber es ist halt so, nicht auch so eine Schuhspur, wenn man da einen Gipsabdruck hat und man hat einen Turnschuh bei Frau Becker, dann muss man die doch, die liegen beide im BKA, muss man doch mal vergleichen. Aber wenn das, was Sie hier erzählen, wenn man sich das also auch, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat und da neu ins Thema kommt, sagt man, also da... Also irgendwo ist zu dick aufgetragen. Bei einem Tatort hätte man abgeschaltet, das ist zu viel. Also die Tatwaffe... Beim Tatort hätte man abgeschaltet, ja. Also die Tatwaffe mit dem Schraubenzieher der Suzuki spielt keine Rolle. Schuhabdruck spielt keine Rolle. Haarproben werden zwar viele genommen, wird aber nicht direkt verglichen. Alle, die die Frau gesehen haben wollen, werden nicht vorgeladen. Die 3 Fahrzeuge, also nicht 1, sondern die 3 Fahrzeuge verschwinden. Und Akten verschwinden auch ab und zu mal. Und jeder, der sich mit der Causa intensiv beschäftigt, sind ja Sie über die ganze Distanz. Sie sind ja praktisch der Einzige, der über die Gesamtdistanz ermittelt, wirklich ermittelt, der wird dann in der Öffentlichkeit so auch noch lächerlich gemacht. Aber, und dann noch die Geschichte, dass man ihrem Vater unterstellt hat, dass er selber schuld sei, weil er hätte ja die PDV abgelehnt, was sich dann rausstellt, das ist eben auch eine Lüge. Aber ich möchte nochmal auf diese Tat selber kommen, die ja gut geplant abgelaufen ist. Diejenigen, die es getan haben, haben ja eine paramilitärische Ausbildung bekommen. Ich glaube, im Jemen ist das passiert, wo man ihnen das beigebracht hat mit Abdecker, wie man mit Waffen umgeht, wie man sich verhält und so. Das haben die ja auch ausgeführt. Aber haben Sie sich mal die Frage gestellt, ob es Menschen im Umfeld Ihres Vaters gab, und zwar Kollegen oder vielleicht noch weiter oben, die wollten, dass er verschwindet? Hatte er nicht nur Feinde bei der RAF, hatte er Feinde in der eigenen Behörde? Also ich glaube, der Behörde hatte er keine Feinde. Also von denen, die dort waren, hatte er, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis. Und ich denke, es gibt ja auch den Nachruf von seinem Vorvorgänger Güde. Ja. Nicht? Also der beschreibt, und ich denke, der kannte ihn gut. Und das stimmt auch, dass mein Vater eben immer den Schirm der eigenen Verantwortung über alle genommen hat. Also er hat sich wirklich für diese Behörde mit aller Kraft eingesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus der Behörde heraus jemand gegen ihn opponiert hat. Man kann das natürlich nicht ausschließen. Inzwischen weiß man ja immer, überall kann irgendjemand sein, der auch noch andere Intentionen verfolgt. Aber also ich will es mir nicht vorstellen und es mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber Tatsache ist natürlich, mein Vater war vielleicht ein ungewöhnlicher Generalbundesanwalt, weil er eben die Sache so korrekt machen wollte. Nicht? Und jeder, der irgendetwas wohl nicht ganz so korrekt machte, und das gibt es ja gelegentlich, der musste damit rechnen, dass er ihm auf die Schliche kam. Und mein Vater hatte eben, er hatte Macht auch. Nicht? Er hatte ja nicht so einen Generalbundesanwalt, der ist zwar politischer Beamter, man kann ihn ja nicht einfach nach Hause schicken. Aber Ihr Vater war nicht steuerbar. Er war nicht steuerbar. Nicht? Und er hat im Gegenteil, er hat wahrscheinlich es so gedeutet, dass das ein besonderes Vertrauen war, was man ihm ausgesprochen hat, was er in jedem Fall rechtfertigen wollte. Er wollte es gut machen, nicht? Und er hatte natürlich immer Wege gehabt, also mir schrieb kürzlich jemand, der damals als Spiegel-Redakteur die Karlsruher Justizpressekonferenz betreut hat und die Juristen, die dort akkreditiert sind, die Journalisten, die dort akkreditiert sind, die oft auch Juristen sind,
Da hatte mein Vater die Idee, weil er eigentlich immer eine Öffentlichkeit wollte, dass er die einlädt und informiert sie. Da schrieb er mir, das hat der Justizminister nicht gern gesehen. Ja. Da hätte mein Vater alle Fragen erst vorher zur Genehmigung schicken müssen. Und dann hat mein Vater mit diesem Spiegelredakteur den Ausweg gefunden. Er sagt, dass mein Vater sei praktisch der Geburtshelfer dieser Justizpressekonferenz gewesen. Er hat es so gemacht, dass der Vorsitzende der Journalisten, der hat für kurze Zeit das Hausrecht dann in meinem Raum bekommen und er lädt den Generalbundesanwalt ein. Mhm. Und dann stellt man dem Generalbundesanwalt Fragen und die kann er natürlich nicht vorher zur Genehmigung vorlegen. Nicht? Ja. Auf diesem Wege hat mein Vater dann die Öffentlichkeit dort informiert. Ja. Also er hatte da schon Wege. Es ging ihm um Transparenz und auch ein Vertrauen schaffen für einen neuen Staat. Man muss ja die Vergangenheit des Staates davor sehen. Ja. Also ich vermute schon, dass er damit sich nicht nur Freunde gemacht hat. Mhm. Also der Friedrich Karl Fromme schrieb in der FAZ, dass mein Vater in einem an Konflikten nicht armen Verhältnis zum Bundesjustizminister stand. Mhm. Nicht also, weil er immer wieder kämpfen musste, dass er irgendwelche Dinge, die ihm wichtig waren, durchsetzt. Nicht? Also Herr Buback, ich möchte auf etwas kommen. Sie müssen nicht spekulieren, aber das ist natürlich für jemanden wie mich, der sich intensiv mit Geheimdienstoperationen, Tiefenstaat und so etwas beschäftigt, liegt es auf der Hand. Also Ihr Vater, weil Sie gerade auch vom Spiegel gesprochen haben, war ja damals auch ermittelnd bei der Spiegel-Affäre. Wissen ja auch nicht viele, Strauß, glaube ich, Justizminister und der damalige Chef des Spiegels landet für über 100 Tage im Gefängnis, aber trotzdem waren beide nachher noch sehr gut miteinander befreundet. Aber Ihr Vater war auch derjenige, der mit der Guillaume-Affäre beschäftigt war, über die dann eben auch Brand fiel. Ich glaube, Ihr Vater war der Letzte, den Brand gesehen hat, bevor das Handtuch geschmissen hat. Können Sie das mal beschreiben? Was da konkret war? Also ich war natürlich nicht dabei, aber das, was ich weiß das von der Frau Seebacher, die hatte mich mal besucht und hat mir auch das Buch von Willy Brandt Erinnerungen geschenkt. Und dort ist auch beschrieben, wie mein Vater, dass mein Vater der letzte offizielle Besucher bei Willy Brandt war. Und bevor er dann seinen Rücktritt eingereicht hat. Und mein Vater hat Willy Brandt nicht zum Rücktritt geraten. Nicht? Also das hat er... Er war entsetzt über das, was da passiert ist. Also, dass man einen Spion so hoch ansiedelt, also praktisch bis zum Bundeskanzler hin bringt, dass natürlich auch das überhaupt möglich wurde. Also, denn man wusste ja dann schon eine ganze Weile, dass er ein Spion ist. Also mein Vater war darüber entsetzt, hat mit Brandt gesprochen. Das ist in diesem Buch ja auch dann auch geschildert. Aber er hat eben gemeint, dass das auszuheilen oder auszuhalten ist. Und mein Vater hat dann im Nachhinein, also um nochmal zu illustrieren, wie wichtig ihm dieses Verfahren war, er ist dann, als die Anklage gegen Guillaume kam, ist mein Vater selbst beim Oberlandesgericht Düsseldorf aufgetreten. Also in der roten Robe. Das ist ganz selten, möglicherweise einmalig, dass ein Generalbundesanwalt selbst seine Anklage vertritt. Das hat er gemeinsam mit dem, ich erwähnte ihn vorhin schon mal, das war bei der PDV 100, mit dem späteren Bundesverfassungsrichter Träger, hat er das gemacht. Nicht? Und wenn man das Plädoyer liest, da steht dann auch so etwas drin, dass eben da auch von der Politik Dinge besser oder anders hätten gemacht werden können, aber dass das nicht Sache des Gerichtes sei. Mhm. Das sei Sache des Parlaments, dafür einzutreten. Das heißt, nach Ihrem Vater wäre Brandt Kanzler geblieben. Ja, also in jedem Fall hat mein Vater ihm, so wie ich das da gehört habe, hat er nicht, oder wie es auch da drin steht, hat mein Vater ihm nicht zugeraten, zurückzutreten. Nicht? Also, er hat ihm auch wohl gesagt, dass man diese Ermittlungen so führen würde, dass man sie natürlich klärt, aber dass man da keinerlei Bestrebung hätte, da persönliche... Aber sind Sie jemals darauf gekommen, dass diese Geschichte mit Guillaume, mit Brandt und das, was später Verena Becker alles tun darf und Hellig dabei wegkommt, dass das miteinander zu tun hat? Also man muss sich vorstellen, Willy Brandt war ja jemand, das hat mir hier auch neulich der damalige Spiegelbüroleiter Bonn erklärt, der war derjenige, der ja eine eigenständige Ostpolitik gemacht hat, eine Friedenspolitik. Das heißt, er ist damit dem militärisch-industriellen Komplex der Vereinigten Staaten auf die Füße getreten, weil er eigentlich eine Abrüstung wollte. Ich weiß, dass er damals mit den Spiegelleuten nach Moskau gefahren ist und dann hat er auch gesagt, jetzt für die Jungs vom Geheimdienst hat er noch einen, glaube ich, freudeschöne Götterfunken gesungen. Er stolperte ja über Guillaume. Man hat ja Guillaume wirklich eingesetzt, getimed, hat es eingesetzt. Dann musste Brandt gehen und dann kam der Transatlantiker Schmidt.
Ja, für den die NATO bis heute ja toll ist. Merken Sie, dass Ihr Vater angefangen hat, sich auf ein politisches Parkett zu begeben, ohne das vielleicht zu merken, dass er auf Dinge gestoßen ist, wo andere gesagt haben, hey, was macht denn der da? Hat Ihr Vater möglicherweise bei Guillaume Dinge zutage gefördert, wo er anfing, zu viel zu wissen? Wurde er zum Abschuss freigegeben? Also zu Ihrer ersten Frage, ich kann mir inzwischen natürlich sehr viel vorstellen, aber ich versuche mich immer auf das zu begrenzen, was jetzt das unmittelbare Karlsruher Attentat, also was die Klärung von Tat und Tätern angeht. Hier gibt es ja einige, die da durchaus erwägenswerte Überlegungen angestellt haben. Ich denke, dass mein Vater sich das rein juristisch und kriminalistisch sich dieser Sache angenommen hat. Mein Vater war, denke ich, ein guter Kriminalist auch, also nicht nur Jurist. Und bei dem Fall Guillaume ist ja nun das Problem, dass Guillaume eben schon lange enttarnt war. Ich glaube, 6 Monate, nicht? Also, dass er als enttarnter Spion noch mit dem Bundeskanzler gereist ist. Ich glaube, sogar als einziger persönlicher Referent. Und also das wusste man, ich glaube, das war damals schon, ja, oder das ist jetzt inzwischen historisch belegt, nicht, dass man das schon lange wusste. Und Nur wenn es ein deutscher Dienst wusste, dann wusste man das auch in Übersee. ja, ich denke schon, dass es da also Bezüge und Informationsaustausch gab. Und ich denke auch, dass mein Vater diese Sache nicht hätte auf sich beruhen lassen. Ich sage es mal so. Also Genau. er hätte sich sicher für den Fall interessiert, wie es sein kann, dass ein enttarnter Spion mit dem Bundeskanzler reist. Nicht? Das hätte ihn sicher, zumal das ja dann letztlich dazu geführt hat, dass Brandt sein Amt Aber verlassen wenn Ihr musste. Vater nur ansatzweise so recherchiert hat, wie Sie das heute tun, dann ist er verdammt gefährlich. Mein Vater war am Ende oder kurz vor dem Ende seines Lebens auch sehr ernst und sehr nachdenklich. Ich glaube, dass ihm sehr viele Dinge klar geworden sind oder dass er da in sehr viele Umstände hineingeblickt hat oder vielleicht auch Widerspruch bekommen hat. Nicht, er hat das uns nicht gesagt, er wollte uns natürlich schonen und schützen, aber so von der allgemeinen Situation. Ich hatte ja auch ganz wenige Wochen vorher einen Brief an einen Freund geschrieben, den wir von dem Freund dann später bekommen haben. Da schreibt er drin, also, dass die Situation eben sehr schwierig ist und dass der Zeitpunkt abzusehen ist, an dem er mit dem Rücken zur Wand steht. Das hat er im Februar 77, also das ist wenige Wochen vor seinem Tod. Hat Ihr Vater sowas wie ein Tagebuch geführt? Nein, ich glaube, da hatte er wahrscheinlich gar keine Zeit. Also zumindest kenne ich es nicht. Ich habe auch kein Notizbuch mit seinen Terminen. Aber ihm, das ist so erschütternd, wie wir das gelesen haben. Es ist abzusehen, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Das heißt, Ihr Vater hat doch was geahnt. Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, als diese Hagenmeier-Papiere gefunden worden waren, dann sagte er ja auch, also das sind diese Papiere gefunden worden, das geht gegen mich oder gegen das Kernforschungszentrum in Karlsruhe. Das ist nicht so weit voneinander entfernt. Ihm war die Gefährdung natürlich klar, nicht? Er musste natürlich auch, er durfte sich ja nicht verstecken oder verkrümeln oder zu ängstlich sein, denn er musste ja auch seine Beamten ermutigen. Die hatten ja alle dieses Problem, nicht? Die sind in den großen Verfahren aufgetreten. Nur er sagte, ich muss hier den Betrieb in der Bundesanwaltschaft aufrechterhalten, praktisch nur mit Hilfsarbeitern. Weil meine Beamten sind ja alle in diesen großen Verfahren. Also man hat es meinem Vater da, denke ich, nicht sehr leicht gemacht. Aber Herr Buback, ich möchte trotzdem hier nochmal bleiben. Sie müssen nicht spekulieren, aber für mich ist es augenfällig. Ich habe ja noch einen anderen Abstand dazu. Und Sie sollen sich auch nicht in den Bereich des Verschwörungstheoretikers bewegen. Das mache ich dann für Sie stellvertretend. Also, aber ich ermittle hier jetzt auch mal. Also, Ihr Vater war an der Geschichte Guillaume wirklich dran. Und so wie Sie es gerade gesagt haben, hätte er auch da keinen kleinen beigegeben, sondern da hätte er weiter gebohrt, weiter gegraben und er wäre auf die Dinge auch gestoßen. Und in Ihrem Buch vermisse ich halt vor allem, dass nie über die CIA gesprochen wird. Ich denke einfach, wenn die deutschen Dienste wussten, viel länger schon wussten, wer Guillaume war und für wen er gearbeitet hat, dann wusste es die CIA in jedem Fall auch. Und Sie haben sich ja auch mal mit Frau Wild unterhalten, die sich ja mit Geheimdiensten und Terror gegen Richter, die ermitteln, in Italien sehr intensiv Frau auseinandergesetzt. Igel. Ja, Frau Igel, genau. Ja. Und Frau Igel hat Ihnen ja so etwas Ähnliches auch schon quasi gesagt. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Nein, also Frau
so Frau Igel hat im, das ist ja dieses Buch, das hat ja im Untertitel auch CIA. Ja. Und sie hat ja so in etwa eben gesagt, dass mein Vater dem Geheimdienst im Wege war. Nicht? Also dass er eben da durch seine Aktion oder durch seine Handlung, dass er dort irgendwelche Kreise gestört hat. Ja. Aber ich, gut, ich kann das nicht, kann das nicht beweisen und nicht belegen, aber ich kann es natürlich auch nicht ausschließen. Es ist für mich eben ohnehin merkwürdig. Ich frage mich, warum ist überhaupt der Geheimdienst bei diesem Attentat dabei? Nicht, das sind drei Menschen erschossen worden. Das ist ein schweres Verbrechen. Was macht der Geheimdienst da? Nicht, also gut, der Geheimdienst kann natürlich, wenn er irgendwelche zusätzlichen Erkenntnisse hat, kann er die einbringen. Aber hier ist es ja anders. Der Geheimdienst sperrt Informationen. Nicht, wir haben ja zum Beispiel diese Aussage, die dort ja offensichtlich von Verena Becker gemacht worden ist, die ist auf Tonband aufgenommen worden. Das Tonband ist überspielt worden. Nicht? Da sagt man ja auch, das gibt es doch gar nicht. Nicht so viel Platz nimmt doch ein Tonband nicht weg. Ja. Dann ist dort diese Aussage, die dort die Quelle gemacht hat, und Verena Becker sagt ja, dass sie beim Verfassungsschutz ausgesagt hat. Nicht? Sie sagt dann zwar, sie hat da manipuliert und auch die Unwahrheit gesagt, was ja durchaus stimmen kann, denn, sie, denn die Quelle sagt ja, Wisniewski habe geschossen und er hat nicht geschossen. Ja. Nicht? Also das, das wäre ja dann sogar zutreffend. Aber man fragt sich eben, was führt dazu, dass der Geheimdienst überhaupt dabei ist und dass er jetzt noch Passagen in diesen Akten, dass die geschlossen bleiben. Nicht? Ich versuche schon seit langem zum Beispiel an ein Dokument heranzukommen. In der Gnadenakte von Verena Becker, die hat der Generalbundesanwalt, der ist ja dort die Gnadeninstanz, der schreibt eine Stellungnahme für den Bundespräsidenten. Das war damals Bundespräsident von Weizsäcker. Ja. Und in diesem Gnadengesuch, das muss ja positiv sein, denn es war ja erfolgreich. Frau Becker ist nach nur gut 9 Jahren Haft, sie hatte erst noch eine Jugendstrafe und dann nach gut 9 Jahren ist sie, obwohl sie zu 2-mal lebenslänglich verurteilt wurde, freigekommen. Das ist schon günstig. Mhm. Und die Grundlage war ja dieses positive Gnadengesuch des Generalbundesanwalts Rebmann. Nicht? Ja. Und dort ist eine gesperrte Passage drin. Nicht? Und da frage ich mich, warum? Warum legt der, was gibt es da überhaupt geheim zu halten? Es ist doch ein so schweres Verbrechen. Was ist denn da so viel wichtiger? Es muss ja irgendetwas sein, was wichtiger ist. Was auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit soll. Was nicht an die Öffentlichkeit. Denn es, warum sagt man das nicht? Nicht? Mhm. Und ich meine, es ist ja das andere, was mir jetzt auch noch aufgefallen war, das weiß ich aber auch noch nicht lange, das ist ja durch die Sendung Markus Lanz herausgekommen, da die Tochter von Franz Josef Strauß, die hat ja beschrieben, was ich von den Strauß-Kindern schon seit ein paar Jahren wusste, dass Verena Becker eine konspirative Wohnung in einem Hochhaus in München gemietet hat, von dem man die Wohnung der Familie Strauß einsehen konnte. Und ein Tagebuch geführt hat darüber. Und hat das auch in ihrem Notizbuch, das, was bei ihrer Verhaftung festgelegt wurde. Ja. So, und dann hat sie jetzt, sie war nun nochmal bei dem Markus Lanz und da hat sie etwas für mich ganz Wichtiges dazu gesagt. Also nachdem diese konspirative Wohnung dann aufgedeckt worden ist, dann sagte sie so sinngemäß, das wurde dann aber nie bestätigt, weil sich eine Zusammenarbeit mit Verena Becker herausgestellt hat. Das Wichtige daran ist, dass das ja 1977 gewesen sein muss, nicht als Verena Becker noch auf freien Füßen war. Und in ihrem Notizbuch ist für diese, da steht ja Strauß FJ, Strauß Franz Josef steht in dem bei ihr gefundenen Notizbuch, das ist der 16. Januar 1977. Und also nehmen wir an, es war auch tatsächlich in diesem Zeitraum Januar. Dann ist das schon sehr wichtig, denn es bedeutet zwei Dinge. Erstens mal, wenn dann darüber nie gesprochen wurde. Ich habe in keiner Zeitung, habe ich irgendetwas über diese Ausspähung. Franz Josef Strauß war ja ein Spitzenpolitiker. Ja. Das steht in keiner Zeitung drin, dass Verena Becker dort, das war ja nun eine Top-Terroristin, die ausgebildet war im Jemen, das wusste, die ist jetzt plötzlich in der Nähe von Franz Josef Strauß. Und in keiner Zeitung steht etwas darüber. Ja. Und die sagt eben, weil sich ein Kontakt herausgibt, das muss ja einer zum Geheimdienst. Also Verena Becker hatte schon 1977 Geheimdienstkontakt. Mhm. Das Zweite ist, Januar 1977, dann haben das vermutlich
Hans-Martin Schleyer und seine Begleiter und die für ihn zuständigen Leute nicht erfahren. Dasselbe Jürgen Ponto. Und das kann sogar für meinen Vater eine Rolle spielen, denn mein Vater ist erst im April umgebracht worden. Also wenn man da gesagt hätte, da ist Verena Becker ist bei Strauß. Ja. Nicht, das hätte doch eine, klar, ein ganz... Nee, wie dicht die bereits dran sind. Und, ja, und man sieht, ich meine, aus dieser Tatsache, und das hat mir auch niemals jemand gesagt, nicht warum das erfährt man zufällig. Ich habe das auch nicht selbst gesehen. Da hat mir jemand gesagt, das ist eine ganz interessante Information. Und dann in der Mediathek, man kann das ja nachlesen. Hm. Herr Buback, ein Mitglied des Verfassungsschutzes hat Ihren Vater erschossen. Ist das eine Feststellung, eine Frage, eine... Das ist eine Feststellung. Eine, also in jedem Fall ist... Verena Becker war beim Verfassungsschutz. Ist Verena Becker eine geheime Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes. Ja. Und die... Die, wenn sie treffen soll, trifft. Und wenn sie nicht treffen soll, wie in Singen, auch mal daneben schießt. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir konnten diese Dinge lange Zeit überhaupt gar nicht begreifen. Vor allen Dingen eben auch, dass der Generalbundesanwalt Rebmann diese Ermittlungen nicht aufgenommen hat. Und dass er nun das Gnadengesuch von Verena Becker unterstützt hat. Nicht? Mhm. Das ist ja auch für mich völlig, völlig überraschend. Warum tut er das nicht? Viele haben ja in Verena Becker eine ganz besonders gefährliche Terroristin gesehen. Und er unterstützt das, dass sie freikommt. Und die eigentliche Erklärung dafür haben wir jetzt, für vor allen Dingen das Verhalten von dem Herrn Rebmann, haben wir dann in dieser Richtlinie gefunden, die uns jetzt bekannt worden ist. Also diese Zusammenarbeitsrichtlinie zwischen den Geheimdiensten und der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Mhm. Nicht? Und danach kann eben, wenn es der Geheimdienst für geboten hält, kann er die Staatsanwaltschaft und damit dann die Polizei in Staatsschutzangelegenheiten zum Innehalten bei Ermittlungen bewegen. Und dann steht weiter noch in einem Paragraph 14, dass das eben besonders dann gilt, wenn sich Anzeichen dafür ergeben, dass geheime Mitarbeiter der Geheimdienste, wenn sie als Zeugen oder als Beschuldigte in Verfahren involviert sind. Also das bedeutet, das ist die Basis, dass man praktisch alles tun kann, um einen geheimen Mitarbeiter zu schützen. Herr Buback, für mich ist die Sache insofern eine Spur, die wirklich sehr heiß ist und die damit zu tun hat, ist, woran Ihr Vater parallel zur RAF gearbeitet hat. Und das ist Guillaume, das ist Brandt, Ostpolitik, Abrüstung, militärisch-industrieller Komplex. Das sind die Dienste in Deutschland. Und wenn man über die deutschen Dienste spricht, spricht man automatisch über die amerikanischen Dienste, weil von Gehlen wissen Sie selber, was hat der vorher gemacht, was hat er danach gemacht. Sie müssen das so nicht sehen, aber für mich ist die Sache klar, Ihr Vater ist auf den Tiefenstaat gestoßen. Eine Anekdote noch, Ihre Frau ist ja Beamtin auf Lebenszeit. Wer hat die Urkunde unterschrieben? Der Vater von Herrn Klar. Der war damals Klar. Vizepräsident des Oberschulamts. Also ich wollte noch zu dem sagen mit Amerika, weil Sie ja immer wieder den CIA erwähnen und so. Also ich weiß jetzt kürzlich, auch das hat mir jemand berichtet, dass es eine Anhörung vor einem Senatsausschuss gab, wurde geführt von einem Senator Ribikow, der war früher Minister bei John F. Kennedy. Und dort sagt ein amerikanischer Geheimdienstoffizier aus, da, auf die Frage, wie das mit dem Terror in Europa ist, also es ist 1978, dass vermutlich Verena Becker den Generalbundesanwalt Buback erschossen hat. Nicht? Also man weiß dort schon viel. Nicht? Und ich denke auch, da Verena Becker ja zunächst die Jugendstrafe bekommen hat für einen Angriff auf den britischen Yachtclub in Berlin. Ja. Nicht? Da ist ja dann auch ein Mensch zu Tode gekommen, der am nächsten Tag diesen Gegenstand gefunden hat und einen Schraubstock eingepresst hat und dann ist er explodiert. Deshalb vermute ich, dass in Amerika und auch in England bei sehr viel Geheimdienstinformation noch vorliegt. Nicht zumal ja auch die Deutschen, ich erwähnte vorhin schon den Verfassungsschützer, ich habe den Namen, glaube ich, nicht gesagt, Lochte, ja, der also auch sehr klar gesagt hat, dass Verena Becker in seinen Augen die Täterin war. Da ist sehr viel Information vorhanden. Nicht nur, ich frage mich, was ich da noch tun soll. Nicht auch bei all diesen spekulativen Dingen. Für mich ist diese Sache ist geklärt. Nicht? Also das Verbrechen, es ist
Es ist klar und es ist eigentlich auch klar aufgrund der Arbeit der Juristen, nicht da in den Haag-Meyer-Papieren, ist das Tatkommando beschrieben. Mhm. Und dann auch hier das Gericht hat ja jetzt festgestellt, die drei männlichen Täter waren unter den Leuten im Harz, unter den Männern im Harz. Mhm. Die kennt man ganz genau, nicht? Das sind, da waren 11 Personen, da waren 8 Männer. Davon kann man 2 abziehen, Haag und Meyer, die waren nämlich schon verhaftet. Dann kann man nochmal 3 abziehen, das ist Boog, Heißler und Wagner. Die sind niemals als Karlsruher Mittäter in Betracht gezogen worden. Der Boog ist auch nie nach denen befragt worden. Es ist jetzt auch nicht gegen die ermittelt worden. Und der Generalbundesanwalt hat gegen diese drei, also Heißler, Boog und Wagner, auch nur wegen Beihilfe ermittelt und auch inzwischen wieder eingestellt. Also von 8 Leuten, wenn man die 2 abzieht und dann nochmal die 3, bleiben nur 3 übrig. Mhm. Wenn der Senat jetzt sagt, diese drei, die drei Karlsruher Mittäter waren im Harz, müssen das diese drei sein, die beteiligt sind. Und das sind Sonnenberg, Wisniewski und Klar. Nicht, das ist, es ist, Herr Buback, der ganze Fall ist oberfaul. Es haben Ihnen noch einige Kollegen recht gegeben. Kyle Nehm, Generalbundesanwalt von 94 bis 6, hat ja gesagt, vieles von dem, was Sie sagen, hat Hand und Fuß. Horst Herold, Präsident des BKA von 1 bis 81, sagt ja auch, Becker könnte es gewesen sein. Also er sagt nicht, dass Sie nicht alle Nadeln in der Tanne haben. Auch die Presse hat gesagt, vieles von dem, was Sie schreiben, das kann nicht widerlegt werden. Warum nicht? Oder aber wenn man versucht, Sie lächerlich zu machen, es gelingt ja nicht. Ich bleibe dabei, Ihr Vater ist auf den tiefen Start gestoßen und ich glaube nicht, weil Sie gesagt haben, was kann man da noch tun. Sie machen auf mich nicht den Eindruck, als wenn Sie das schon, als wenn Sie jetzt die Segel streichen würden, dafür sind Sie zu lange dabei. Aber Ihre Frau hat es ja in einen schlichten Satz gepackt. Ja, ja, ich. Nein, sie meint, damit muss man immer rechnen, weil ein Staat, wenn eben solche Schwierigkeiten auftreten, er sich so. Sie sagt dann, so ist Staat, nicht? Das, so ist Staat. Und das ist diese ganze Verzweiflung, so ähnlich wie meine Mutter, als immer wieder festgestellt wurden, die Leute, die nun dringend tatverdächtig sind, nein, die seien es keinesfalls gewesen. Und da hat sie gesagt, ja, irgendwann wird man uns erzählen, es sei Selbstmord gewesen, was meinem Vater passiert ist. Nicht? Also es ist ja auch schon ein Phänomen. Die Verena Becker ist ja jetzt verurteilt worden wegen Beihilfe, weil sie die drei männlichen Täter in ihrem Tatentschluss bestärkt hat. Nur, das Gericht kennt die drei männlichen Täter nicht. Nicht, das kann sie ja nicht sagen. Ja. Sonst würde sie ja sagen, wer waren diese drei Leute? Ja. Das, also die Frau Becker ist jetzt verurteilt worden, weil sie drei dem Gericht nicht bekannte Leute in deren Tatentschluss bestärkt hat. Nicht, da, wissen Sie, das sind alles Dinge, da habe ich dann Probleme. Mhm. Und ich denke, das ist nicht nötig. Der Fall ist einfach zu lösen. Nicht? Also da ist jetzt so viel da, da gibt es eigentlich gar keinen Ausweg. Nicht? Also gut, ich hatte ja schon gesagt, gegen Sonnenberg ist nichts mehr zu machen, gegen Verena Becker ist nichts mehr zu machen. Es bleibt nur noch Stefan Wisniewski. Und der hat ja selbst in einem Gespräch mit Delvo, hat er, das hat der Delvo beim BKA ausgesagt, wir haben Buback nicht umgelegt, damit die Szene darauf abfährt. Nicht? Mhm. Und er hat ja ein Buch geschrieben, wir waren so unheimlich konsequent, nicht? Das schreibt er auch. Also der Buback war für uns verantwortlich für viele Dinge und dem wollten wir Grenzen setzen. Also das sind ja Selbstbekenntnisse. Es ist ja nicht nur so, dass es so viele Hinweise und Beweise gibt, sondern auch, der sagt es ja selbst. Nicht? Da müssen wir uns jetzt mit dem Argument auseinandersetzen, ja, das bedeutet nichts, da würde immer die Wir-Form gewählt. Auch wenn man es nicht war. Aber das ist auch im Falle des Karlsruhe-Attentats nicht richtig. Denn dieser Bekennerbrief, der da verschickt worden ist an viele Medien nach der Tat, nicht, da steht drin, dass ein Kommando Ulrike Meinhof, nicht, da steht nicht drin, wir haben den Buback umgebracht, nicht. Also das sagt, und das ist ja auch, das Gericht sagt ja auch, das war dieses Kommando Ulrike Meinhof, was diesen Karlsruher Mord begangen hat. Herr Buback, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Zeit und für dieses intensive Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt, Sie vielleicht auch was. Sie sind der Autor dieses Buches, Der zweite Tod meines Vaters, und ich gehe davon aus, dass Sie noch ein Buch schreiben werden, weil Sie machen auf mich nicht den Eindruck, dass Sie das zu den Akten legen können. Das ist vielleicht auch normal. Ich noch nicht, ob ich noch ein Buch schreibe. Dafür gebe ich der ganzen Sache nicht genug Hoffnung, aber ich will das nicht ausschließen. Ich möchte Sie nur noch mit einem etwas konfrontieren, was ich sehe.
Die RAF hat ihren Vater stellvertretend für den Staat erschossen, weil sie diesem Staat unterstellt hat, es gäbe einen tiefen Staat. Bei den Recherchen treffen sie auf einen tiefen Staat. Haben Sie Sympathien für das Beginn der RAF? Also ich habe keine Sympathien für Mörder, aber ich wünschte mir, dass die Justiz in manchen Fällen etwas anders gehandelt hätte oder handeln würde. Und ich denke eben vor allen Dingen daran, dass man einen toten Generalbundesanwalt nicht besser ehren kann, als dass man das Verbrechen aufklärt, dem er und seine Begleiter zum Opfer gefallen sind. Ich meine, das ist einfach eine Verpflichtung. Und wenn es jetzt so kommen wird, dass die Täter auf Dauer geschützt sind, und da stehen wir unmittelbar davor, nicht? Also wenn der Beschluss der Bundesanwaltschaft jetzt rechtskräftig wird, dann wird niemals mehr einer der unmittelbaren Karlsruher Täter verurteilt werden. Das ist bitter und das schmerzt mich, weil das ein unglaublicher Triumph für die Terroristen ist. Mhm. Nicht? Man muss ja sehen, dass die bringen einen Generalbundesanwalt um. Und die Tat wird nicht, einige von ihnen werden sogar geschützt und sie werden vor Strafe bewahrt. Mhm. Aber Herr Buback, RAF bekämpft einen tiefen Staat, der dann die Terroristen selber schützt, sodass Sie sich doch die Frage stellen müssen, waren das damals nur freischaffende Terroristen oder bereits Mitglieder des Tiefenstaates? Also um die Frage kommen Sie nicht rum. Also was uns schon immer gewundert hat, also auch gerade wenn man diesen Film, den Baader-Meinhof-Film sieht, wie so wenige Leute, die noch jede Menge Beziehungsprobleme hatten, wie die fast einen Staat wie die Bundesrepublik auf die Knie zwingen konnten. Nicht? Das war ja damals eine ganz hysterische Situation. Nicht diese paar Leutchen. Und da fragt man sich natürlich, ob die das wirklich allein gewesen sein können. Nicht? Also das ist will mir nicht so recht in den Kopf, nicht, dass das ohne Kooperation gehen kann. Und ich meine, das ist ja auch die Verbindung mit anderen Fällen, nicht? Wenn wir den NSU-Komplex sehen, nicht? Dort sind ja auch sehr viele Belege dafür, dass Wechselwirkungen zwischen Geheimdiensten, also Verfassungsschutz und Tätern oder Tätern nahestehenden Personen, dass sie da sind. Nicht? Das ist für mich so das Grundübel, nicht? Das Urübel, wenn Kooperationen zwischen staatlichen Stellen, Geheimdiensten zum Beispiel, und Terroristen bestehen. Nicht, das darf nicht sein, denn das führt automatisch zu dem Problem, was Sie wahrscheinlich auch im Auge haben, dass eben das nicht aufgedeckt werden darf. Nicht, das bedeutet auch, dass die Prozesse immer erfolglos sein müssen, weil der Staat natürlich sehr ungern zugibt, mit Terroristen kooperiert zu haben und weil die Terroristen ungern zugeben, dass sie mit dem Staat kooperiert haben, den sie angeblich ja bekämpfen. Das führt in einem Verfahren dazu, dass natürlich dort die zwei wesentlichen Parteien, die vor dem Richter sitzen, das ist die Anklage, das sind ja Staatsanwälte. Und wenn sie den Staat vertreten oder den Staat schützen, dann dürfen sie ja auch das nicht, dann sollte das auch nicht herauskommen. Und andererseits die Anwälte der früheren Terroristen oder jetzigen Terroristen in anderen Fällen, die wollen das ja auch nicht, dass es rauskommt. Nicht? Also wenn diese beiden mächtigen Gruppierung, nicht? Wir waren jetzt Nebenkläger in einem Prozess, aber wir sind da ja praktisch unbedeutend, nicht? Also die Rechte sind ja wesentlich geringer als die von Staatsanwaltschaft und von Nebenklage. Aber wenn deren Interessen dadurch, dass sie beide eine Kooperation, die nicht sein dürfte, dass sie die schützen wollen oder dass sie die nicht publik machen wollen, dann ergibt sich daraus praktisch zwingend, dass diese Prozesse nicht ertragreich sein werden. Nicht? Und dann muss man sich überlegen, warum man überhaupt diese Prozesse führt. Der Rechtsstaat hat seine Grenzen, Herr Buback. Ja, ich denke auch, das ist für uns eine
eine Möglichkeit, damit aufzuhören, nicht? Weil wir haben jetzt einen Kenntnisstand erreicht und wir vermuten auch, dass die weitere Klärung wirklich Schaden bringen würde. Nicht? Wir sind da sehr, sehr gespalten, aber gerade aus dem vehementen Verweigern der Klärung, nicht, die wir in so vielfältiger Weise spüren, dass man die Zeugen, die nun jetzt über Frauen aussagen, dass die so attackiert werden, nicht, das haben die doch gar nicht eigentlich verdient. Die können ja nichts dafür, dass sie 30 Jahre lang nicht befragt worden sind. Nicht? Wer weiß schon nach 30 Jahren das noch alles ganz genau. Aber aus dieser Heftigkeit, mit der dann diese Leute, denen entgegnet wird und dieser sehr zögerliche Fortschritt, nicht hier die Ermittlungen zum Beispiel gegen Stefan Wisniewski, die jetzt zwingend wurden, nachdem Boog das gesagt hat, nachdem ein Verfassungsschützer auch gesagt hat, der Wisniewski ist ja genannt worden als Karlsruher Täter, dann musste man das beginnen, das Ermittlungsverfahren. Das ist jetzt fast 9 Jahre gelaufen. Fast 9 Jahre ist jetzt gegen Wisniewski, ich weiß gar nicht, was da gegen ihn ermittelt worden ist, denn nicht, es hat 9 Jahre gedauert und diese Zögerlichkeit, die bedrückt mich, nicht? Und die zeigt mir, dass es dort wirklich um sehr viel geht und dass es ein gravierender Vorgang ist und es wahrscheinlich sogar besser ist, wenn es nicht rauskommt. Nicht? Herr Buback, ich glaube, dass es rausgekommen ist, schon längst noch in diesem Gespräch nochmal klar geworden ist, auch wenn Sie es nicht so aussprechen können, wofür ich ja Verständnis habe. Ich glaube, Ihr Vater ist von Mitgliedern eines Staates erschossen worden, für den er gearbeitet hat. Lassen Sie uns zum Schluss noch etwas Privates vielleicht über Ihren Vater sagen, damit wir ihn nicht nur als Opfer sehen. Er war ja auch Ihr Vater. Gibt es irgendeine heitere Anekdote, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da war mein Vater ein witziger Typ? Irgendwas zu sagen, das hätte ihm keiner zugetraut, da kannte ihn keiner privat. Oh, mein Vater war ein sehr lustiger Mensch und ein sehr humorvoller Mensch. Das einzige Problem war, wenn er einen Witz erzählte, dann konnte er oft so herzhaft lachen, dass man die letzten Pointen gar nicht mehr verstanden hat. Dann liefen ihm so die Tränen über seine gut ausgebildeten Backen. Und er war eigentlich immer sehr heiter und er hatte, also, und sonst, naja, ich habe ihn... Das Problem bei mir ist, ich habe ihn gar nicht so sehr viel gesehen. Mein Vater war ja er hat nur 2 Jahre studiert im Krieg, musste dann seine Ausbildung unterbrechen, war 6 Jahre im Krieg von 1941 bis 1947, dann am Schluss natürlich als Kriegsgefangener in Frankreich. Und er hat dann seine juristische Ausbildung im Westen fortgesetzt. Und das war klar, mit seinem Studium in der DDR konnte er da nicht bleiben. Und er hat dann hier seine Ausbildung im Bereich des Oberlandesgerichts Celle gemacht. Ich glaube, ich habe ihn mit 2,5 oder 3 Jahren das erste Mal gesehen. Nicht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich war ja nun kinderintensiv betreut worden. Und mir wurde erzählt, ich habe da keine eigenen Erinnerungen, dass ich sehr unangenehm von ihm berührt war, weil er sich so für meine Mutter interessiert hat. Aber mein Vater hatte da einen sehr klaren Blick in die Realitäten. Er habe mir eine Gurke hingehalten, die kannte ich damals noch gar nicht. Das war in Meißen, nicht? Also wir waren ja in der DDR. Und da hätte ich ihn angestrahlt. Und das sei dann als eine Liebe für das ganze Leben gewesen. Er ist ja dann wieder nach dem Westen. Und ich bin ja noch, bis ich 5 war, in der DDR geblieben. Und dann war es eigentlich später auch immer so, dass immer, wenn wir irgendwo gerade sesshaft geworden waren, wurde er wieder befördert irgendwohin. Und dann mussten wir immer umziehen. Und wenn wir umgezogen waren, das überlegt man sich, dann war schon wieder weg. Nicht? Also insofern hatten wir vielleicht ein wunderbares Verhältnis, weil wir gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Nicht? Also ich meine, gut, er hat manchmal mit mir, aber leider immer zu Recht, war nicht ganz einverstanden. Aber es waren wenige Fälle. Er war eigentlich ein sehr gutmütiger Mensch. Man hält das gar nicht für möglich. Und ich meine, viele werden, die ihn nicht mögen, die werden natürlich sagen, naja Gott, was der jetzt alles erzählt. Aber es haben ja auch andere über ihn geschrieben. Ich glaube, man konnte sich sehr auf ihn verlassen. Und er hatte eine sehr positive Lebenseinstellung. Wenn Ihr Vater noch leben würde und er würde dieses Buch lesen und da wäre jemand anders, ein anderer Generalbundesanwalt, würde da drin beschrieben, wäre Ihrem Vater möglicherweise das Lachen vergangen?
Naja, was ich manchmal schon sage, wenn mein Vater überlebt hätte, wäre, glaube ich, vieles nicht passiert. Also, mein Vater ist ja als Erster umgebracht worden. Nicht? Also ich denke, um mal etwas sehr Hypothetisches zu sagen, ich glaube nicht, dass mein Vater viele Wochen gebraucht hätte, um den Mord an ihm aufzuklären. Ich sage es mal so, ich hoffe, Sie verstehen diese Unlogik, die daran liegt, nicht. Aber er war an sich jemand, der seine Fälle gelöst hat. Nicht? Das gab es gar nicht anders. Es war ja, der andere Fall war dieses der Soldatenmord in Lebach. Nicht? Da sind ja fünf Soldaten umgebracht worden. Da hat mein Vater sich dort in einer Polizeischule einquartiert. Und meine Mutter und ich sind dann am Wochenende hingefahren, haben ihm Wäsche gebracht. Und mein Vater hat gesagt, hier gehe ich nicht weg, bevor der Fall geklärt ist. Nicht? Und er hat ja auch diese Sidewinder-Rakete, die da in Neuburg gestohlen wurde, Nach in einem Moskau. Teil nach Moskau geschickt wurde. Er hat seine großen Fälle eigentlich geklärt und auch immer in einer anständigen Weise, nicht? Deshalb, Sie erwähnen es ja vorhin schon kurz. Als ich jetzt einige Bücher durchschaute, fand ich auch das von Rudolf Augstein, nicht, was er ihm gewidmet hätte, zur Erinnerung an eine Schöne Zeit. gemeinsame und schöne Zeit. Nicht, was sicher auch humorvoll von Augstein gemeint war, aber die beiden hatten ja auch, es war verabredet, wenn das Spiegelverfahren, dann lädt der Augstein und der Ahlers laden meinen Vater ein, nicht? Und die haben auch anerkannt, dass er bis zum Rande der Erschöpfung gearbeitet hat, um die Redaktionsräume schnell frei zu bekommen, nicht? Also auch das ist ein Beispiel, nicht, dass man sieht, dass die öffentliche Wahrnehmung, nicht, da wird mein Vater nun als ein Zerstörer oder Gegner des Spiegels, völliger Quatsch, nicht? Und die Leute mit Niveau, also auch der Augstein, die haben das anerkannt, nicht? Aber also da ist, denke ich, nichts übrig geblieben. Nicht der Augstein war sicher nicht glücklich darüber, über die Affäre, aber man muss ja auch das, wenn ich das noch zum Schluss sagen darf, man muss ja auch bedenken. Das ist vielleicht auch ganz interessant als Zeichen für das Vorgehen der Justiz. Mein Vater wurde in dieses Spiegelverfahren geschickt nach Hamburg, also wirklich in die Höhle des Löwen, sagen wir mal. Der war noch kein, hatte keine Planstelle. Er war Hilfsbeamter der Bundesanwaltschaft. Und dort hat sich niemand gefunden, der dieses Verfahren machte. Nicht? Und das war ja ein absehbar hochriskantes, schwieriges Verfahren. Nicht, also dass der Spiegel da nicht klein beigeben würde oder dass es nicht einen Aufschrei geben würde. Nicht, mein Vater musste das ja tun. Nicht, er war ja angewiesen, das zu machen. Und mein Vater hat auch, das hat er sich übrigens noch bewahrt, das habe ich noch nach seinem Tode bei ihm gefunden, dass er geschrieben hat an seinen Vorgesetzten in Karlsruhe, er hält es für dringend erforderlich, dass der Bundesjustizminister informiert wird. Das war damals ein FDP-Minister, Stamberger. Und da Augstein ja auch der FDP nahe stand, hat man offensichtlich das an dem Stamberger vorbeigemacht. Aber mein Vater hat dann an seinen Vorgesetzten geschrieben, dass er es für dringend, das dringend hat er doppelt unterstrichen, für dringend erforderlich hält, weil sonst der Eindruck entstünde, sie seien Hilfsbeamte oder irgendwas des Bundesverteidigungsministers. Also, dass es irgendwas, eine Aktion von Strauß gegen den Spiegel sei, nicht? Das wollte er nicht. Also, er war da immer für Klarheit und hat das auch dort sehr deutlich gemacht, nicht? Und ich denke, dass das auch denen, die im Spiegel das wussten, auch von dort anerkannt worden ist, nicht? Aber man hat eben einen nicht auf einer festen Planstelle sitzenden Beamten, dem hat man dieses Verfahren auferlegt. Nicht? Herr Buback, wirklich letzte Frage an Sie. Wann ist für Sie der Glaube an den Rechtsstaat gestorben? Der Glaube an den Rechtsstaat ist nicht gestorben bei mir. Es ist, meine, ich bin der Sohn eines Generalbundesanwaltes, der Vater meiner Frau war Bundesanwalt. Wir sind so mit der Behörde verzahnt. Insofern sind wir natürlich maßlos enttäuscht, dass diese Behörde es nicht hinkriegt, diese Sache offiziell aufzuklären. Nicht? Also ich sage offiziell, denn ich meine, die Sache ist nun mal klar. Und also die ist für mich klar. Ich bin gern bereit, wenn ein gutes Gegenargument kommt, das selbstverständlich zu akzeptieren und zu prüfen. Aber das Argument kommt ja nicht, nicht? Man greift mich an, als sei ich traumatisiert und irgendwie verrannt hätte ich mich oder so etwas. Das bringt uns nicht weiter. Also bei dieser Herkunft,
Ich glaube, ich will an den Rechtsstaat glauben. Und es sind auch, wie gesagt, eben nur diese ganz wenigen Fälle, nicht? Auf die es ankommt. Also deshalb wäre es mir eben auch wichtig, wenn, oder deshalb ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man irgendwann auch diesen Komplex klärt. Denn über jede Sache kann man irgendwann mal verstehen. Nicht nur, dass man das verdeckt hält. Nicht, wenn jetzt zum Beispiel in diesem Interviewbuch der Minister de Maizière schreibt, dass er, da gibt es ja ein Kapitel über mich, ob er nicht Sympathie für mich hat in meinem Ringen und in meinem Kampf, dann sagt er, es gab Zusagen früherer Bundesregierungen, also jetzt zum Karlsruher Attentat, bestimmte Dinge eben nicht offen zu legen. Nicht, dann frage ich mich, warum? Warum legt man das nicht offen? Woher weiß überhaupt der Minister, dass es solche Zusagen gab? Wo ist das geschrieben? Wo steht das? Gibt es da ein Buch? Darf ich das Buch mal lesen? Nicht, wird ihm das Buch werden Sie wohl selber schreiben müssen. Wird ihm das bei Amtsantritt... Ich meine, es ist doch... ich höre so oft jetzt, es passieren so viele schlimme Dinge in der Welt, dass man aus Respekt vor den Angehörigen die Tat aufklärt. Warum gibt es das nicht für uns? Warum verdient ein Generalbundesanwalt nicht den Schutz? Und ich möchte mal wissen, was ist es, was so viel gewichtiger ist, dass man zum Beispiel hier offensichtlich Informationen hat. Der Herr de Maizière schreibt ja, also sie hätten Aktenauszüge so zusammengestellt, dass es für die vollständige Klärung reichen müsse. Das habe er auch mit der Generalbundesanwältin, das war Frau Harms, so besprochen. Aber warum gibt man dem Gericht nicht alles, was nicht gerade geheim ist? Und warum ist überhaupt etwas geheim? Nicht, warum hat das nicht die höchste Priorität? Es ist doch ein Mord. Und ein Mord muss doch geklärt werden. Das verlangt doch der Rechtsstaat jetzt nicht nur, man soll das auch nicht so persönlich sehen, man soll nichts tun für einzelne Leute oder für Angehörige. Das ist, so habe ich das von meinem Vater gelernt, das ist ein Anspruch, den der Rechtsstaat stellt, dass Verbrechen aufgeklärt werden. Die können nicht offen bleiben, die können oder sollen nicht offen bleiben, sollen nicht ins Leere laufen. Es muss geklärt werden und daraus kann man dann, auch wenn das, wenn da vielleicht unangenehme Dinge jetzt herauskommen, man lernt daraus. Und das ist vielleicht auch ein Antrieb für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben, dass, ich glaube, das ist ja auch der Schlusssatz da drin, dass diejenigen, die Unkorrektes gemacht haben, dass sie wenigstens wissen, dass es bemerkt worden ist. Nicht? Und das Beste wäre natürlich, wenn man es dann, nachdem es bemerkt worden ist, auch erkennbar, also einräumt oder klärt, die Umstände verdeutlicht, dass es nicht wieder passiert. Nicht, mein Vater macht nichts mehr lebendig hier bei der Sache. Auch seine Begleiter, die sind tot. Nicht deshalb, ich könnte mich natürlich zurücklehnen und könnte sagen, ja gut, das sind drei Menschen, sind jetzt hier wegen der Karlsruher Tat angeklagt. Da kann ich völlig zufrieden sein, nicht? Aber wer ist denn zufrieden? Stellen Sie sich mal vor, es wird ein Kind umgebracht und dann sagt man den Leuten, ja, wir haben jetzt den und den verurteilt. Und dann, ja gut, der war es nicht, aber der, den wir verurteilt haben, das war wirklich ein Mörder, so wie es ja in Karlsruhe auch ist. Es sind wirkliche Mörder verurteilt worden. Nicht? Aber da wird doch jeder sagen, ja, was ist da los? Nicht? Ich will doch wissen, wer hat meine Frau, mein Kind oder so oder mein Onkel umgebracht. Das ist doch selbstverständlich. Ich meine, darüber darf man doch gar nicht diskutieren. Das ist ein ganz schwerer Mangel. Nicht ein, wenn man einräumen muss, man kann eine Tat nicht aufklären. Vor allen Dingen, wenn es dann doch viele Hinweise gibt, dass das nicht schwierig ist, man die Hinweise nicht benutzt. Herr Buback, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Eine Ihrer letzten Sätze ist, es darf sich nicht wiederholen. Ich denke, Sie haben so viele Hinweise geliefert, die nachdenklich machen über das, was wir im Moment im NSU-Fall erleben. Das sind ja auch drei Personen, wo man sagen kann, hier wiederholt es sich. Und auch hier, glaube ich, werden wir ähnlich weit das an die Wahrheit. Das ist ein verwandter Fall. Verwandter Fall. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich gehe davon aus, dass wir uns bei Ihrem nächsten Buch, von dem ich glaube, dass es kommen wird, wiedersehen. Danke für Ihre offenen Worte, dass Sie immer noch das so an sich ranlassen, weil es berührt Sie ja auch, das merkt man ja auch.
Ich drücke Ihnen die Daumen in Ihrer Familie, dass Sie vielleicht, dass Ihre Frau hat damit abgeschlossen. Sie sagt ja, das ist Staat, Sie können das nicht, das ist für mich auch klar. Sie sehen Ihrem Vater ja auch sehr ähnlich und ich glaube, Ihr Vater wäre stolz auf Sie, weil Sie sind letztendlich, ja, Sie sind Generalbundesanwalt, aber Sie machen das privat so, wie es die Behörden hätten machen müssen oder sollen und Sie sind sehr weit gekommen, Sie haben hier eine hervorragende Aufklärungsarbeit geleistet und ich glaube, viele, die dieses Interview jetzt gesehen haben und anfangen, sich mit der RAF zu beschäftigen, weil sie noch sehr jung sind, werden hier sehr viele Parallelen erkennen, die sie auch bei der NSU erkennen. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Kommen nach Berlin. Bitte. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Michael Buback, Gast des Buches Der zweite Tod meines Vaters. Kann ich nur dringend empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Auch im Netz findet man sehr viele Dinge zu RAF, zur Entstehung der RAF. Und ja, es kann nicht schaden, sich mit dieser Art von Terrorismus zu beschäftigen, denn er ist ja nicht vom Tisch, sondern wird als Mittel vom Staat eingesetzt gegen seine Bürger. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.